Ja, im Namen des Aktionsradios Wien möchte ich heute alle Besucherinnen und Zuschauerinnen auch via Livestream begrüßen. Ebenso begrüße ich Hauke Ritz, den Co-Autor des Buches Endspiel Europa und den Moderator Hannes Hofbauer hinter mir am Podium. Wenn es noch nicht durchgedrungen sein sollte, leider musste Ulrike Guerot im letzten Moment absagen aus gesundheitlichen Gründen und kann heute eben nicht hier sein, aber zum Glück ist Hauke Ritz für sie eingesprungen. Das heutige Buch Endspiel Europa, warum das politische Projekt Europa gescheitert ist und wie wir wieder davon träumen können, wurde von der Europa-Expertin Ulrike Guerot gemeinsam mit dem Russland-Experten Hauke Ritz verfasst. Sie beleuchten in ihrem Essay die Entwicklung der Europäischen Union seit 1992 und besinnen sich auf die ursprünglichen europäischen Werte und Ziele. Ein souveränes Europa und eine kontinentale Friedensordnung. Auch die Entwicklungen, die dem Ukraine-Krieg vorangingen, beleuchten sie in ihrem Buch. Ich möchte nun Hauke Ritz etwas näher vorstellen. Er ist Geschichtsphilosoph, Russland-Experte, Literatur- und Kulturwissenschaftler und Publizist. Hauke Ritz studierte an der FU und HU Berlin. Nach seiner Dissertation im Fach Philosophie mit dem Schwerpunkt Geschichtsphilosophie wendete er sich verstärkt den Fragen der Außenpolitik und Friedensforschung zu. Dabei stand für ihn der Ost-West-Konflikt im Mittelpunkt, dessen Fortbestehen er seit 2008 im Zuge verschiedener Publikationen und seit 2014 durch regelmäßige Russlandreisen erforscht. Hauke Ritz hat an der Universität Gießen, der MSU und RGGU in Moskau sowie an der Universität Belgorod unterrichtet. 2022 entsternt eben das heutige Buch, das wir in Kürze näher besprechen werden, Endspiel Europa. Ebenso publiziert er in den Blättern für deutsche und internationale Politik und hat sich auch in seinen Büchern mit politischen Themen beschäftigt, zum Beispiel dem neuen Kalten Krieg, zur Demokratie im Zeitalter der Informationskriegsführung und zur geschichtsphilosophischen Diskussionen in Deutschland vom Ersten Weltkrieg bis zum Mauerfall. Hannes Hofbauer kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen. Er ist öfter bei uns als Moderator zu Gast. Er ist Historiker, Autor, Verleger des Wiener Promedia Verlages. Einige seiner Bücher sind zum Beispiel Europa ein Nachruf sowie Feindbild Russland. Er hat sich als Historiker aber auch mit dem Balkankrieg, der EU-Osterweiterung, Migration und zuletzt auch mit dem Thema Zensur und Publikationsverboten beschäftigt. Alle seine Bücher finden Sie auf der Website des Promedia Verlages, www.mediashop. Ja, dieses Buch, das heute vorgestellt wird mit dem Titel Endspiel Europa, fordert zu einem Umdenken auf, hin zu einem eigenständigen Europa, das gegenüber Amerika und Russland als gleichwertiger Partner auftritt. Dazu inhaltlich passend möchte ich auch noch auf das Gespräch verweisen, das Hannes Hofbauer letzten Montag mit Klaus von Donani über sein Buch Nationale Interessen geführt hat. Donani, ehemaliger Hamburger Bürgermeister, weist ebenso dringlich darauf hin, dass sich Europa in der heutigen Umbruchszeit neu orientieren müsse und die Selbstverständlichkeit einer gemeinsamen Wertegemeinschaft mit den USA zu hinterfragen sei. Im Rahmen unseres Schwerpunktes Frieden, Europa, Zukunft war auch Marlene Strerowitz zu Gast. In ihrem Buch Handbuch gegen den Krieg zeigt sie auf, wie Friede das Modell für die Lebensführung sein muss, wie Krieg das Gegenteil von Leben und des Demokratischen schlechthin sei. Jedes sich einlassen auf die Logik des Krieges bedeutet,
selbst in diesen Krieg hineingezogen zu werden und damit Teil der Logik der Gewalt zu sein und zu werden. Alle Abende, auch der heutige Abend, werden ab nächster Woche, ab 7. Dezember, auch im Medienarchiv des Aktionsradios nachzusehen sein und abrufbar sein. Übrigens auch das Gespräch, das ich im Mai mit Ulrike Gero über ihr letztes Buch »Wer schweigt, stimmt zu« führen durfte. Das können Sie auch im Medienarchiv nachsehen. Ja, ich möchte noch kurz darauf verweisen, im Hintergrund werden Sie dann Bilder sehen von unserem Techniker Wolfgang Bledel. Die Ausstellung Correlations zeigt Bilder, die Wolfgang Bledel 2019 in Kiew gemacht hat. Und zu guter Letzt noch einen herzlichen Gruß nach Berlin zum Team von Robert Zibis von Oval Media. Der heutige Abend wird nämlich auch gleichzeitig von der Medienplattform Oval Media gestreamt. In diesem Sinne wünsche ich einen spannenden Abend und übergebe nun ans Podium Hannes Hofbauer und Hauke Ritz. Dankeschön. Ja, danke. Besten Dank, Andrea Hiller. Danke auch an Uschi Schreiber und das Team vom Aktionsradios Wien. Ich freue mich auf eine interessante Debatte mit Hauke Ritz über das Buch Endspiel Europa. Jetzt sollte ich es dort in die Kamera halten. Endspiel Europa ist eigentlich ein selten gehörtes Wortpaar. Es deutet schon ein bisschen auf eine Fundamentalkritik hin. Und ich habe mir gedacht, wir könnten entlang des Untertitels diese Debatte über das Buch führen. Und der Untertitel lautet ja, warum das politische Projekt Europa gescheitert ist und wie wir wieder davon träumen können. Die Träume verschieben wir vielleicht in ungefähr eine halbe Stunde und beginnen damit, warum das politische Projekt Europa gescheitert ist. Und wenn ich das Buch gelesen habe und richtig verstanden habe, dann gibt es ja eine ganze Menge Strukturdefekte, die die Europäische Union, die Europäische Gemeinschaft, Kohle-Stahl-Union, also wenn man es von vorn nach hinten durchdekliniert, eigentlich schon die ganze Zeit begleiten. Zwei sind mir hervorgestochen, aber Sie können durchaus eine andere Hierarchisierung dieser Defekte vornehmen. Das eine wäre, dass von Anfang an dieses europäische Projekt sehr stark US geführt wurde, vielleicht dominiert, am Anfang wahrscheinlich mit besseren Absichten als später, Fragezeichen. Und das zweite wäre dann auch die Frage, ob es eine Differenz gibt zwischen der Vertiefung der europäischen Gemeinschaft, die ja so bis, würde ich sagen, 1989, also bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion und des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe vorrangig war und dann eben der Erweiterung. Sie haben ja ein eigenes Kapitel, das sich auch damit beschäftigt. Ja, Strukturdefekte. Zwei habe ich so in den Raum geworfen. Vielleicht können Sie das ein bisschen aufdröseln. Ja, also wir erzählen ja in diesem Buch die Geschichte der Europäischen Union in den letzten 30 Jahren und beschreiben ein doppeltes Scheitern, ein Scheitern der Europäischen Union nach innen und ein Scheitern in den Außenbeziehungen. Und das Scheitern in den Außenbeziehungen führt dann zum Krieg in der Ukraine. Wir versuchen sozusagen, das ist auch sozusagen Ulrike Gero, meine Co-Autorin, hat ja in den letzten Jahren viel Zeit damit verbracht, sozusagen an das utopische Potenzial der Europäischen Union zu erinnern und hat immer auch sich für Demokratisierung der Europäischen Union und Strukturen eingesetzt und hat auch immer erwähnt, dass es als ein Friedensprojekt gemeint war. Kurze Unterbrechung, ich habe hier so ein komisches Echo in der Leitung. Ist das, ist normal, okay. ist nur ein bisschen irritierend. Genau, und wir versuchen sozusagen, die heutige Entwicklung an ihren Versprechen zu messen. Man könnte natürlich auch anders argumentieren, man könnte sagen, ja, dass die Europäische Union ist sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg unter amerikanischer, angelsächsischer Dominanz entstanden und dann könnte man von dort aus eine Geschichte des Scheiterns erzählen. Aber das wäre, so leicht wollten wir uns nicht machen, sondern wir wollten sozusagen dieses Projekt an seinen eigenen Versprechen, die ja auch in Dokumenten festgehalten sind, messen und aus diesen Dokumenten, insbesondere in den 90er Jahren, Maastricht-Vertrag oder auch eine gemeinsame Erklärung zwischen Michael Gorbatschow und Helmut Kohl, aus diesen Dokumenten geht eindeutig hervor, dass diese Europäische Union als etwas geplant war, das
republikanische Werte ausdrücken sollte, also eigentlich als eine Art Republik verfasst sein sollte, mit lebendigen demokratischen Prozessen, wo auch die Interessen der Bürger sich in der Politik widerspiegeln, wo Identität eher geschützt ist als bedroht ist, wo sozusagen eine Union aufgebaut werden kann, die eine Einheit in der Vielfalt herstellt, und keine politischen Prozesse einfach von oben nach unten diktiert. Und auf der anderen Seite natürlich eine Friedensordnung, die sozusagen nach dem Modell der deutsch-französischen Freundschaft funktionieren sollte. Dieses Modell sollte dann eben auch auf Russland ausgedehnt werden. Und man wollte durch ökonomische Verschränkung, durch Verständigung, durch auch eine stabile Sicherheitsordnung, in der niemand sich bedroht fühlt. Also das, da zum Beispiel in diesem Dokument, dieser gemeinsamen Erklärung von Helmut Kohl und Michael Gorbatschow, da ist die Idee beschrieben, dass jeder Armeen hat, die stark in der Verteidigung sind, aber schwach im Angriff. Und auf diese Weise kann sich jeder sicher fühlen. Man hat ja eine Verteidigungsarmee, aber eben keine Angriffsarmee. Und auf diese Weise hätte sozusagen ein gemeinsamer europäischer Sicherheitsraum entstehen können, der Russland mit einschließt. Und ja, und das ist verraten worden. Wir benutzen auch das Wort Verrat. Wir haben jetzt heute, die Europäische Union ist ein technokratisches Gebilde. Die politischen Prozesse werden von oben nach unten diktiert. Sie sind oft gegen die Interessen der Bürger gerichtet. Wir haben wieder Krieg mitten in Europa. Und zwar, was für ein Krieg? Also ein Krieg, in dem schon, also in unserem Buch steht die Zahl, die ist natürlich schwierig zu verifizieren, aber ich halte es eher für eine konservative Schätzung, ein Krieg, in dem im Durchschnitt ungefähr 1000 Menschen am Tag sterben, wenn nicht sogar mehr. Sie sind ja Kulturwissenschaftler und betrachten auch sozusagen den Raum, den europäischen Raum, ich würde sagen den westeuropäischen Raum, aber vielleicht können Sie das auch näher ausführen, aus dieser Sicht, aus der kulturellen Sicht. Und eines ist Versprechen, also Sie haben gesagt, das Versprechen der republikanischen Art des republikanischen Gebildes. Aber ein Versprechen war ja auch ein aufgeklärtes Europa, ja, mit einem gemeinsamen Kulturraum, auf den Sie, glaube ich, sehr stark Wert legen, ins Werk zu setzen. Können Sie uns vielleicht ein bisschen erklären, was der gemeinsame Kulturraum gewesen wäre oder ist, der heute nicht erfüllt wird? Ja, das ist natürlich ein großes Thema, aber also die Europäische Union, ein Fehler, der sich eben am Anfang auch schon feststellen lässt, ist, dass sie versucht, wir kennen ja alle zum Beispiel die Euroscheine, da sind künstliche Brücken drauf und künstliche Gebäude. Das heißt, man hätte da ja auch irgendwelche, den schiefen Turm von Pisa oder andere berühmte Gebäude abbilden können. Das ist aber nicht gemacht worden. Und das zeigt schon an, dass sozusagen der Europäischen Union heute eigentlich der Bezug auf die Kulturgeschichte Europas fehlt. Man versucht sich sozusagen, man geht höchstens bis 1945 zurück und versucht sozusagen die Europäische Union als Ausdruck der transatlantischen liberalen Weltkultur sozusagen zu entwickeln. Und auf diese Weise ist dieser Kulturraum, dieser gemeinsame Kulturraum nur rein formal realisiert worden. Er hat keine Lebendigkeit. Wenn man diese Idee eines geeinten Europas, und ich glaube, die Idee eines geeinten Europas ist wichtig, weil erstens, weil wir nicht wieder in die zwischenstaatliche Konkurrenz zurück wollen. Wir wollen nicht mehr, dass Deutschland und Frankreich nochmal möglicherweise irgendwann sogar militärisch miteinander konkurrieren. Es gibt sehr viele eingefrorene Konflikte auch in Europa, die sollen nicht wieder aufbrechen. Wir brauchen schon irgendwie ein geeintes Europa, und Europa war auch in seiner Geschichte fast immer irgendwie geeint. Also das fängt schon an vor 2000 Jahren mit dem Römischen Imperium. Das setzt sich dann durch die Kirche fort, auch wenn es dann Kirchenspaltungen gibt. Sie haben viel darüber geschrieben, Herr Hofbauer. Aber trotzdem dann in der Neuzeit, in der Zeit der Reformation, entsteht dann trotzdem eine Art humanistische Kultur, die auch die Konfessionsgrenzen überschreitet. Es gibt gemeinsame Bibliotheken in verschiedenen Ländern der europäischen Kultur mit einem ähnlichen oder fast identischen Bestand. Die Philosophien, die dann in der Neuzeit entstehen, werden schnell übersetzt und wirken eigentlich immer europaweit. Sie wirken nicht nur in einem Land. Das Gleiche gilt für die Literatur, die Musik. Also es gibt einen gemeinsamen kulturellen Resonanzraum Europas. Und ich glaube, wenn Europa sich auf diesen stützt, dann hat es auch Stabilität.
Und dann können auch die Egoismen der verschiedenen Regionen und Nationalstaaten überwunden werden. Und das müsste sozusagen eine reformierte Europäische Union tun. Und dann kommt man natürlich in einen Widerspruch zu den transatlantischen Interessen. Also woran die Europäische Union letztlich gescheitert ist, ist, dass man versucht hat, zwei Dinge miteinander zu verbinden, die eigentlich nicht miteinander verbunden werden können. Auf der einen Seite wollte man ein geeintes Europa haben und auf der anderen Seite aber den Amerikanern die gleiche Position einräumen, die sie während des Kalten Krieges in Westeuropa hatten, nur jetzt eben auf die gesamte Europäische Union bezogen. Und das war eigentlich ein überholtes Konstrukt. Es bestand eigentlich keine Notwendigkeit, dass die Amerikaner nach dem Mauerfall noch in Europa bleiben. Die Sowjetunion hat sich zurückgezogen. Eigentlich hätten sich die Amerikaner auch zurückziehen müssen. Und sie sind aber da geblieben. Die NATO wurde künstlich am Leben erhalten. Und die Amerikaner konnten wie im Kalten Krieg ihren Einfluss in Europa ungebremst entfalten, konnten Atlantikbrücken unterhalten in den politischen Ausleseprozess der politischen Eliten, den beeinflussen, auch medial hier präsent sein. Und das hat natürlich dazu geführt, dass diese Europäische Union ihre eigenen Interessen, eine stabile Friedensordnung zu entwickeln und eine republikanische Werte auch in sich, in seiner Verfasstheit auszudrücken, dass das aus dem Auge geraten ist und stattdessen jetzt transatlantische, um nicht zu sagen amerikanische Interessen dominieren. Und am augenfälligsten wird das natürlich in der Ukraine. Also das ist die Politik, die die Europäische Union gegenüber der Ukraine betrieben hat, entsprach fast nur amerikanischen Interessen und nicht europäischen Interessen. Ja, auf die Ukraine hoffe ich, werden wir sicher noch kommen. Also das wäre dieser Strukturdefekt, von dem wir am Anfang gesprochen haben, doch das Amerikanische verwoben mit dem Europäischen und dominierend. Können Sie das irgendwie historisch, die Zäsuren irgendwie herausarbeiten? Sie haben gesagt, mit dem Mauerfall, also sprich 89, 91, wenn man das auf europäischer Ebene sieht, hat sich da nichts geändert, wobei eigentlich die Erwartung gewesen wäre, es würde sich was ändern, nämlich der Rückzug eben der Amerikaner aus Deutschland zum Beispiel. Gibt es so historische Momente, wo diese Versprechen gebrochen wurden, Ihrer Meinung nach? Oder war das ein Prozess, der immer da war und man hat eigentlich immer nur gehofft, dass diese Versprechen eingelöst werden? Ja, da gibt es bestimmte Punkte. Es gab ja auch, zum Beispiel in der Amtszeit Gerhard Schröders, da gab es ja ein gemeinsames Nein Frankreichs, Deutschland und auch Russland gegen den Irakkrieg. Man hat sich mehrmals zu dritt getroffen. Es stand sozusagen die Idee einer französisch-deutschen russischen Allianz im Raum, also sozusagen eines Rapallos unter Einschluss Frankreichs. Und in dem Moment gab es schon sozusagen die Idee, dass Europa sozusagen gegenüber den USA auch selbstständiger werden könnte. Aber das ist dann abgegleist worden. Schröder ist danach nicht mehr lange Kanzler geblieben. Und danach kamen sowohl in Frankreich als auch in Deutschland eben politische Eliten an die Macht, die diese Idee eines von den USA unabhängigen Europas, eines Europas, das eine Art Allianz oder Bündnis oder auch nur intensive Handelsbeziehungen mit Russland aufbaut, skeptischer gegenüberstand. Und gleichzeitig verschärfte sich die Berichterstattung über Russland in den deutschen Medien, ich glaube auch in der gesamten westlichen Presse. Die war immer schon nicht gut, die Berichterstattung über Russland. Auch in den 90er Jahren gibt es schon Beispiele von einer stark eingefärbten Berichterstattung, ab der Mitte der Nullerjahre verschärft sich die Tonlage. Wir haben da Beispiele in unserem Buch abgedruckt. Die unterscheiden sich nicht groß von heute. Und man hat dann russische Interessen gar nicht mehr richtig dargestellt in der westlichen Presse. Also die russische Position im Streit um das Raketenschild wurde nicht richtig dargestellt. Putins Rede in München wurde nur polemisch wiedergegeben. Der Georgienkrieg, den der georgische Präsident Saakaschwili begonnen hatte, laut einem EU-Bericht, hat man dann trotzdem medial Russland in die Schuhe geschoben. Und die meisten Menschen haben das heute noch so abgespeichert, obwohl ein EU-Bericht das Gegenteil zugibt. Da fängt schon sozusagen eine Art Informationskrieg an. Und eigentlich hätten da die europäischen Eliten einschreiten müssen, sagen, wir Kriege fangen in der Presse an, ist ein häufig zitierter Satz. Und
Man muss eigentlich sozusagen schon, wenn eine negative Presseberichterstattung über ein Land anfängt, dann muss man schon daran denken, dass daraus ein Krieg entstehen könnte. Und das hätte man auch schon in den Nullerjahren sehen können. Es gab diesen sehr intensiven Streit um das Raketenschild. Davon sprechen wir auch in unserem Buch. Bei dem Raketenschild, ich fasse es noch mal kurz zusammen, geht es nicht um eine Defensivwaffe. Das Wort Raketenschild suggeriert eine Defensivwaffe. In Wirklichkeit hat der Raketenschild eine offensive Funktion. Weil man nicht weiß, welche Raketen da wirklich drinstecken. Man kann durch eine einfache Umprogrammierung können aus Abfangraketen plötzlich Angriffsraketen werden. Das kriegt man dann auf der anderen Seite gar nicht mit, dass da irgendwie ein neues Update installiert wurde und sich plötzlich die Natur der Waffe geändert hat. Und zweitens, und das gehört sozusagen zur Logik der Nuklearbewaffnung, im Kalten Krieg haben sich die Supermächte immer darum gestritten oder bemüht, eine sogenannte nukleare Erstschlagkapazität zu haben. Also die Logik ist, man greift mit Atomwaffen an und der Gegner verliert all seine gesamte Bewaffnung und kann nicht mehr zurückschießen. Ein sogenannter Enthauptungsschlag. Und man hat deswegen im Kalten Krieg so viele Atomwaffen aufgestellt, um immer noch nach einem ersten Angriffsfälle immer noch genug zu haben, um den Zweitschlag durchzuführen. Und keine Seite hat im Kalten Krieg diese Erstschlagkapazität bekommen. Und nun, wenn man aber ein Raketenschild aufstellt an der Grenze, dann kann man sozusagen den Zweitschlag abfangen. Und damit hätte man dann die Erstschlagkapazität. Und das haben die Amerikaner versucht, in den Nullerjahren zu erreichen. Sie haben dieses Raketenschild geplant. Sie haben damals auch im Jahre 2006 in der Zeitschrift Foreign Affairs, da erschien ein Artikel, wo ganz offen gesagt wurde, ja, bald haben wir die nukleare Erstschlagkapazität gegenüber Russland. Und dann gibt es sozusagen nur noch eine große Nuklearmacht in der Welt und das sind wir. Und die Russen haben sich dagegen gewehrt, erst natürlich durch verschiedene politische Initiativen und dann eben, indem sie Raketen entwickelt haben, die Kurven fliegen können, um dem Raketenschild zu entkommen. Und letztlich ist es den Amerikanern nicht gelungen, diese Erstschlagkapazität aufzubauen, aber überhaupt, dass es probiert wurde, ist sozusagen eine Unerhörtheit nach 40 Jahren Kalten Krieg, nach zwei Weltkriegen in Europa. Und eigentlich da, schon in den Nullerjahren, hätten die europäischen Eliten sagen müssen, stopp, wir wollen nicht nochmal das Schlachtfeld eines Atomkriegs werden. Hier wird kein Raketenschild gebaut. Wir bauen eine gemeinsame Sicherheit, in der jeder sich sicher fühlen kann. Jeder hat starke Verteidigungskapazitäten, aber schwache Angriffskapazitäten. Und da ist bereits etwas schiefgelaufen, dass das in den Nullerjahren nicht passiert ist. Und dann kommt ja in den Zehnerjahren, dann kommt ja da noch die zweite Ukraine-Krise hinzu. Die erste haben wir auch schon in den Nullerjahren, im Jahre 2004. Und sozusagen ab der Mitte der Nullerjahre verschwindet eigentlich die Hoffnung, dass aus der Europäischen Union noch etwas werden könnte. Oder es zeichnet sich ab, dass Europa sich sozusagen in eine Richtung entwickelt, die nicht mehr das europäische Versprechen auf Frieden, Wohlstand und Einheit ausdrückt. Ja. Interessant, dass Sie das Jahr 2003 in dem Zusammenhang erwähnen, also den Irakkrieg, respektive die Weigerung der zwei großen EU-europäischen Mächte, Frankreich und Deutschland, da mitzumachen. Und die Amerikaner haben ja darauf reagiert, indem sie erfunden haben, oder war es vielleicht schon vorher, Sie wissen es besser, den Begriff des neuen und des alten Europa. Ne? Also da haben sie quasi den Weigerern an dieser Kriegsführung gegen den Iran, haben sie den alten Europa-Terminus zugeschanzt. Und das neue Europa war dann plötzlich der Osten, Bulgarien, Polen, und die waren ja dann auch in dieser Koalition der Willigen dabei. Jetzt wollen wir das nicht zu sehr ausführen, aber mir kommt vor, es ist noch vorher einmal so eine Situation gewesen, 1999, wo die Amerikaner sehr dominant waren in der Innen- und in der Außenpolitik. 11. 12. März, habe ich mir in Vorbereitung aufgeschrieben, am 11. März ist der Rücktritt von Oscar Lafontaine. Auf Druck der Amerikaner, Sie schreiben mir dann Fragezeichen, vielleicht können Sie das Fragezeichen auflösen, ob es wirklich ein Druck war. Und am 12. März eben dann der NATO-Angriff gegen Jugoslawien, der ja auch sehr stark Amerika getrieben war. Waren da auch schon Ihrer Meinung nach war schon erkennbar, dass die Amerikaner da einfach durchziehen, innen- und außenpolitisch gegenüber Deutschland und der Europäischen Union, ihr Projekt und unabhängig davon, was in Berlin oder Brüssel gemacht wird? Ja, schön, dass Sie das ansprechen. Ja, das ist richtig. Man kann natürlich dieses Scheitern auch etwas vordatieren. Der Jugoslawienkrieg ist auf jeden Fall natürlich ein entscheidendes Datum.
Und bei dem Rücktritt Oscar Lafontaines ging es ja sozusagen um ein Kernelement der neoliberalen Wirtschaftsordnung, nämlich ob wir sozusagen einen vollkommen deregulierten Finanzmarkt haben. Den wollten die Amerikaner, weil er den Vorteil hat, dass man damit geopolitische Macht ausüben kann. Also es gab ja früher eine Deutschland AG, die war relativ geschlossen, von der Deutschen Bank kontrolliert. Es war sozusagen in den 80er, 90er Jahren für ausländisches Kapital nicht so ohne weiteres möglich, in die deutsche Wirtschaft sich einzukaufen und da aktiv zu werden. Und das war natürlich schon ein wichtiges Element von Souveränität. Und durch diese Deregulierung der Finanzmärkte haben die Amerikaner quasi die Macht erworben, in verschiedene Länder finanzpolitisch einzuwirken und auch Wirtschaftsprozesse aktiv zu beeinflussen, also zum Beispiel massive Geldströme in ein Land zu lenken, wie das zum Beispiel in Japan in den 80er Jahren passiert ist, die dann plötzlich genauso schnell wieder abgezogen werden, sodass dann quasi es zum Aktiensturz kommt, eine Wirtschaftskrise entsteht. Und mit solchen Techniken kann man natürlich Erpressung auch ausüben, wirtschaftlichen Druck ausüben, Abhängigkeiten herstellen, Schlüsselindustrien irgendwie aufkaufen, also quasi Länder fast restrukturieren. Und diese Macht haben die USA schon, die Deregulierung der Finanzmärkte fängt ja schon in den 80er Jahren mit Ronald Reagan und Margaret Thatcher an. Und das ist eigentlich der Beginn des zweiten Hegemoniezyklus der USA. Der erste Hegemoniezyklus, nachdem er Zweiten Weltkrieg war, von Produktion getrieben. Damals hatten die USA 50%, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, 50% der globalen Produktion und konnten einfach durch ihre Handelsmacht Druck ausüben. In den 70er Jahren hat Europa sich erholt, ist sozusagen wirtschaftlich eigentlich gleich auf mit den USA. Die USA verlieren diese Übermacht an Produktionskapazitäten und dann in den 80er Jahren entdecken sie sozusagen ein neues Feld, nämlich der finanzmarktgetriebene Kapitalismus, der es erlaubt, durch Geldflüsse, durch die Kontrolle von Geldflüssen, ich bin da auch kein Experte, wie das im Einzelnen funktioniert, aber man hat es ja gesehen in verschiedenen Finanzkrisen, die dann um den Globus gingen, gerade in den Nullerjahren, Argentinien, 97, verschiedene Länder in Asien, die Russlandkrise 1998. Und das war sozusagen eine Art Neoimperialismus oder Neokolonialismus, den die USA über das Finanzsystem ausüben konnten. Und Oscar Lafontaine hat sich dagegen gewehrt. Er wollte auch wahrscheinlich den industriellen Kern Europas und auch Deutschlands bewahren, indem man diesen deregulierten Finanzmärkten Grenzen auferlegt. Und damit wurde er natürlich dann zum geopolitischen Gegner der ganzen angelsächsischen Welt. Ich glaube, eine englische Zeitung hat damals geschrieben, er sei der gefährlichste Mann Europas. Wie jetzt der Rücktritt erfolgt ist, da müsste man wahrscheinlich selbst fragen oder andere Beteiligte fragen. Aber ich denke, das hat schon etwas damit zu tun. Und nach Oscar Lafontaines Rücktritt gibt es auch, soweit ich das sehe, keinen weiteren Versuch, dass sich Europa, wir haben ja eine ganz andere Wirtschafts- und Sozialstruktur als die Amerikaner. Wir bräuchten eigentlich auch eine andere Wirtschaftsphilosophie, aber die haben wir eigentlich preisgegeben ab diesem Moment und haben uns dieser neoliberalen, finanzmarktgetriebenen Wirtschaftsphilosophie untergeordnet. Und die Folgen kann man ja sozusagen auf der Straße sehen. Also in Berlin, wo ich herkomme, ist heute eine Armut zu sehen, die es dort vor 20 Jahren einfach nicht gab. Und gleichzeitig unglaubliche Kapitalkonzentration. Und dann parallel dazu passiert der Jugoslawienkrieg. Und der Jugoslawienkrieg hat ja auch einen langen Vorlauf. Da geht es ja auch schon in den frühen 90er Jahren los. Und das wird ja auch medial begleitet und man wurde sozusagen in der Presse, da gibt es mittlerweile ja viel historische Forschungsliteratur zu, wie das auch ein Medienkrieg war, wo ganz klar gesagt wurde, die Serben sind die Bösen, die Kroaten sind die Guten. Und wir wurden sozusagen konditioniert, vorbereitet, dass das nur militärisch zu lösen ist. Dann gab es da sozusagen Hufeisenpläne, die es in Wirklichkeit gar nicht gab und bestimmte berühmte Fotos, die sozusagen sich im Rückblick als Fälschung erwiesen haben. Und dann ist 1999 der Punkt erreicht, wo die Öffentlichkeit so beeinflusst worden ist, dass vielen, ich erinnere mich auch an der Zeit, ich habe das damals auch nicht durchschaut, ich war auch noch jünger, dass viele dachten, ja, das kann ja nur noch militärisch gelöst werden, die NATO muss es richten. Es war natürlich eine Illusion, es hätte Alternativen gegeben. Aber wenn die Alternativen sozusagen gar nicht mehr denkbar sind durch eine einseitige Berichterstattung,
dann kann auch kein Politiker sich dessen mehr annehmen, dann kann es gar keine politischen Debatten mehr darüber geben. Und diese Situation hatten wir in Bezug auf den Jugoslawienkrieg 1999 schon. Und das ist ein Krieg ohne einen Beschluss des Sicherheitsrates. Die chinesische Botschaft ist damals von einer Bombe getroffen worden. Wir fragen in unserem Buch, ob das damit zusammenhängt, weil China hat ja auch einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat, genau wie Russland. Und diese beiden Länder, obwohl sie ständige Vertreter im Sicherheitsrat sind, waren quasi ausgeschlossen. Der Westen alleine entscheidet über eine Ordnung, die etabliert wird. Und der Jugoslawienkrieg wird dann quasi eigentlich zu einem Modell für weitere Kriege, die nach einem ähnlichen Muster durchgeführt werden, zum Beispiel der Irakkrieg. Oder auch in Georgien die Intervention Russlands, die erste Intervention Russlands außerhalb des Territoriums. Ich habe jetzt noch eine Frage zu diesem amerikanischen Dominanz, eine heikle Frage, jetzt kommt in Ihrem Buch nicht vor, ich habe das auch nur einmal wo gelesen, aber vielleicht wissen wir beide zu wenig, aber der Egon Bahr hat im Jahr 2009 in die Zeit über eine Zusammenkunft mit Willy Brandt berichtet, wo er Willy Brandt, der im Jahr 1969 Bundeskanzler geworden ist, gefragt hat, wie das war, dass die Amerikaner ihn zu einer Unterschrift gezwungen hätten, die einen Geheimvertrag aus 1949 betrifft. Haben Sie davon gehört? Ja, ich habe davon gehört. Ist das die berühmte Kanzlerakte? Ja. Ja, aber ich habe da wahrscheinlich auch nicht mehr Informationen als Sie. Aber Egon Bahr ist ja immerhin sozusagen ein SPD-Urgestein. Und es ist ziemlich untergangen dann, diese Debatte. Und heutzutage spricht man eigentlich wieder nicht davon, ob es noch gibt, sowas wie einen Geheimvertrag, den alle Kanzler unterschreiben müssen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob es das gibt oder nicht gibt. Ja. Egon Bahr halte ich auch für eine verlässliche Quelle, vielleicht gibt es das. Aber wir sehen ja faktisch, dass Deutschland kein souveränes Land ist. Wir können vitale Interessen wie unsere eigene Energieversorgung, ich meine, das sind ja nicht jetzt irgendwelche randständigen Interessen, das sind ja wirklich absolute Basisinteressen, die können wir nicht mehr in unserer Außenpolitik ausdrücken. Und das zeigt ja schon, dass wir kein souveränes Land sind. Und okay, man könnte natürlich sagen, man gibt im Rahmen der Europäischen Union Souveränität ab, aber dann müsste wenigstens diese übergeordnete Struktur, die Europäische Union, die müsste dann diese Interessen im Auge haben, die ja auch die Interessen nicht nur Deutschlands, sondern vieler europäischer Länder sind, auch Österreichs und so weiter. Und das ist ja auch nicht passiert. Also wir haben die Europäische Union und die einzelnen Nationalstaaten in der Europäischen Union betreiben eine Politik, die gegen die eigenen Interessen geleitet ist, gegen die Versprechen, die früher abgegeben worden sind, dass wir auf diesem Kontinent nicht nochmal ausufernde Kriege haben wollen. Kriege, die potenziell sogar nuklear geführt werden würden. Und wenn man mal versucht, das einfach mal sich kurz vorzustellen, ich will mir das eigentlich nicht vorstellen, aber wenn es zu so einem Nuklearkrieg kommen würde, wie würde der ablaufen? Der würde nicht so ablaufen, dass die Atomraketen zwischen Russland und den USA hin und her fliegen würden. Die Amerikaner würden peinlich darauf achten, dass keine einzige Atomrakete russisches Territorium trifft. Keine. Und die Russen würden peinlich darauf achten, dass keine ihrer Atomraketen amerikanisches Territorium trifft. Wir wären das Schlachtfeld. So würde das ablaufen. Und deswegen ist das wirklich gegen die fundamentalen Sicherheitsinteressen Europas gerichtet, gegen die fundamentalen Wirtschaftsinteressen. Interessen Europas, wenn man zum Beispiel jetzt einfach mal überlegt, was bedeuten eigentlich jetzt diese hohen Energiepreise, die wir jetzt ja vielleicht jahrelang haben. Nicht nur in diesem Winter, sondern die Pipeline, die Nord Stream Pipeline ist ja schon kaputt. Eine Röhre funktioniert noch, aber die darf trotzdem nicht eingeschaltet werden. Das bedeutet ja, dass alle energieintensiven Unternehmen, und das sind in Deutschland viele, dass die abwandern. Und wenn die abwandern, dann haben auch andere Unternehmen, die vielleicht nicht so viel Energie brauchen, die aber deren Produkte brauchen, die haben dann auch ein schlechteres Umfeld für ihre Wirtschaften und wandern dann vielleicht auch ab. Hinzu kommt sozusagen auch eine Schwächung des Euro. Ach ja, dann führten die hohen Energiepreise führen zu Inflation, weil ja sozusagen Energie als Kostenfaktor in allen Produkten drinsteckt. Wir merken das ja auch schon an den Stromrechnungen, an den steigenden Nebenkosten und so weiter. Und das führt dazu, dass sozusagen Arbeit auch teurer wird. Die Arbeit geht dann wiederum in den Produktpreis ein. Es kommt nochmal zu einer gesteigerten Inflation. Und dann verliert der Euro natürlich auch die Rolle als eine Währung, in der man gerne Geld anlegt.
Also der Euro ist zwar nicht wie der Dollar jetzt die dominante globale Weltwährung, aber es ist doch eine Weltwährung. Wir bekleiden, glaube ich, den zweiten Platz nach dem US-Dollar. Und wenn dann das globale Geld, das in anderen Teilen der Welt erwirtschaftet wird, eben nicht mehr in Euro angelegt wird, weil der Euro zur Inflation neigt, dann führt das wiederum zu einer Abschwächung des Wohlstands. Ja. Und da kommt sozusagen eine Kaskade nach unten in Gang. Und das kann nicht im Interesse der europäischen Politik sein. Und dass es trotzdem funktioniert, dass es nicht nur in Deutschland funktioniert, sondern eigentlich fast in allen Ländern der Europäischen Union funktioniert und auch auf der EU-Ebene selbst funktioniert, das ist wirklich erschreckend. Und ja, ja, das ist, was Sie sagen, die mangelnde Souveränität, also nicht nur mangelnde, sondern die nicht eigentlich gegebene Deutschlands, sozusagen von Kriegszeiten, Zweiten Weltkriegszeiten her, aber auch der Europäischen Union. Aber jetzt würde ich gerne auf dieses zweite Strukturdefizit kommen. Und Sie haben ja ein eigenes Kapitel, wo Sie schreiben, Vertiefung und Erweiterung muss zusammengehen in der Europäischen Union. Gleichzeitig haben Sie zuerst gemeint, und dem kann ich eigentlich zustimmen, dass dieser Erweiterungsprozess der Europäischen Union, also insbesondere der dann nach 2004, 2007, also der Osterweiterungsprozess, doch auch die Gefahr in sich geborgen hat oder wahrscheinlich sogar das bewirkt hat, dass es eine Erosion gegeben hat. Weil unter Jacques Delors, der sozusagen der Mann für die Vertiefung war, dem Sie auch sehr viele positive Zitate in dem Buch widmen, hätte das nicht so sein können. Also gibt es da eine weitere Zäsur, die aus derselben Logik herauskommt, nämlich Zusammenbruch des RGW, Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe, der dann letztlich auch die EU geschwächt hat? Die Amerikaner wollten natürlich die Erweiterung der EU, weil sie die Erweiterung der EU als eine Vorbedingung für die Erweiterung der NATO ansahen. Obwohl es ja umgekehrt ist. Es ist ja kein Land dieser osteuropäischen Länder der EU beigetreten, bevor es nicht in die NATO gekommen ist. Ja, aber sozusagen, das war trotzdem für die Amerikaner miteinander gekoppelt, EU-Erweiterung und NATO-Erweiterung. Und wenn jetzt die EU nicht so schnell erweitert worden wäre und sich stattdessen vertieft hätte, dann hätte auch die NATO-Erweiterung nicht funktioniert, aus amerikanischer Sicht. Die Amerikaner wollten diese NATO-Erweiterung, weil sie auch in so geografischen Kategorien denken. Also wenn man so die außenpolitischen Debatten der USA verfolgt, dann sagen die, ja, wir sind eigentlich eine Insel, eine große Insel, die abseits des größten Kontinents der Welt liegt, nämlich dem eurasischen Kontinent. Da sind 2/3 aller Rohstoffe, 2/3 aller Menschen. Da sind die beiden großen Industriezentren Europa und Ostasien. Wir müssen irgendwie als die große Insel am Rande diesen Riesenkontinent kontrollieren. Und dafür brauchen wir einen Brückenkopf. Und der Brückenkopf ist Europa. Und der muss eben so weit nach Osten erweitert werden. Und die Möglichkeit, das zu tun, ist die NATO-Osterweiterung. Und damit die NATO-Osterweiterung funktioniert, muss sich jetzt die EU erweitern. Das hat auch den Vorteil, dass die EU aus amerikanischer Sicht uneinig bleibt. Oft wird ja auch in Washington gesagt, ja, Europa hat keine Telefonnummer und man würde sozusagen nur mit einzelnen Nationen sozusagen diplomatische Kontakte pflegen und sie zur Not auch gegeneinander ausspielen. Und das ist ja dann auch passiert. Sie hatten schon erwähnt, Rumsfeld hat vom alten und neuen Europa gesprochen. Das neue Europa war sozusagen einige osteuropäische Staaten, wo es den USA gelungen ist, Eliten an die Macht zu bringen, die sozusagen sich ganz ihren Interessen verschrieben haben, insbesondere in Polen, aber auch in den baltischen Staaten. Eigentlich hätte die Europäische Union oder sozusagen Frankreich und Deutschland dagegen etwas tun können, weil diese osteuropäischen Staaten waren ja insbesondere in den 90er und 0er Jahren wirtschaftlich nicht sehr stark. Und sie waren ja auch abhängig eigentlich wirtschaftlich von Westeuropa. Und eigentlich hatte Deutschland und Frankreich oder der Kern der Europäischen Union hatte eigentlich Druckmittel in der Hand, um auf diese osteuropäischen Staaten Druck auszuüben und eben auch eine eigene Netzwerkpolitik in Gang zu setzen. Und wenn die Amerikaner da ihre Leute sozusagen an die Macht bringen, hätten wir versuchen können, andere Leute dort zu fördern. Aber irgendwie ist das nicht passiert, weil wahrscheinlich diese Europäische Union das gleiche Souveränitätsdefizit hat wie die einzelnen Nationalstaaten in der Europäischen Union und auch Souveränität nicht angestrebt hat. Und wir sagen ja in unserem Buch, wir brauchen ein Europa, das souverän ist, das seine eigenen Interessen erkennen kann, debattieren kann und ausdrücken kann und verfolgen kann. Und
Im Moment ist das nicht möglich, auch weil uns das Bewusstsein davon fehlt. Also darüber hatten wir ja auch in dem, es ist ja schon mal kurz zur Sprache gekommen, in dem Interview, was wir vor ein paar Tagen zusammen mit Walter von Rossum geführt haben, dass eben Souveränität braucht auch sozusagen, eigentlich das Bewusstsein muss der Souveränität vorangehen. Man muss erst sie wollen, bevor man sie sozusagen anstreben kann. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten einen politischen Diskurs gehabt, der das Thema Souveränität gar nicht mehr berührt hat. Wir haben uns wie selbstverständlich sozusagen als Teil des amerikanischen Kulturraums gefühlt und durch Hollywood-Produktion und durch amerikanische Kultureinflüsse ist das auch immer noch verstärkt worden, sodass heute dieses politische Ziel, dass Europa seine eigenen Interessen verfolgen kann, dass Europa irgendwie auch etwas anderes ist als die USA, dass die europäischen Interessen andere Interessen sind als die amerikanischen Interessen, dieses Bewusstsein ist irgendwie irridiert und kann sich nicht mehr ausdrücken. Und wenn das der Fall ist, dann kann es natürlich auch keine Korrektur dieser politischen Fehlentwicklung geben. Ich finde es interessant, beziehungsweise eigentlich für mich auch überraschend, dass Sie diese Erweiterungsprozesse der Europäischen Union im Zusammenhang mit amerikanischen Interessen sehen. Das würde ja dann auch heißen, weil der letzte solche Schritt in diese Richtung, der bislang letzte Schritt, muss man sagen, waren diese Assoziierungsverträge oder Angebote an die 6 ex-sowjetischen Republiken, die ja 2013 in Vilnius auch mit der Ukraine unterschrieben hätten werden sollen und wo Janukowitsch im letzten Moment auf Druck der Werchowner Rat, also des Parlaments, abgesagt hat, nicht gesagt hat. Würden Sie das auch sehen, dass sogar diese Erweiterungsschritte, diese Assoziierungsabkommen der Europäischen Union in den sowjetischen Raum hinein, in den ex-sowjetischen, amerikanisch geframed waren? Oder? Ja, das kann man, glaube ich, ziemlich exakt so sehen, weil ja Europa hatte ja eigentlich das Interesse, eine gemeinsame Friedensordnung mit Russland zu bauen. Und das impliziert auch sozusagen ein wirtschaftliches Einvernehmen. Und das wurde ja durch dieses Assoziierungsabkommen zerstört. Denn Russland hatte damals auch eine Freihandelszone mit der Ukraine im Rahmen der GUS-Abkommen, der GUS-Vertragsgemeinschaft. Und die Russen haben damals gesagt, wenn ihr jetzt eine Freihandelszone mit der Ukraine macht, dann können die ganzen Produkte der Europäischen Union zollfrei auch nicht nur in die Ukraine kommen, sondern letztlich zollfrei auch nach Russland kommen. Und dann kommt unsere Industrie in vielen Bereichen unter Druck. Wir müssten dann quasi innerhalb unserer Zollunion mit der Ukraine Zölle erheben. Damit wird dann quasi diese Zollunion ad absurdum geführt. Also es konnten nicht zwei Freihandelszonen, also die Ukraine konnte nicht Mitglied zweier Freihandelszonen sein. Und die Russen haben versucht, mit der Europäischen Union darüber zu reden. Damals war Barroso Präsident der Europäischen Union und hat sehr arrogant darauf reagiert. Es ist letztlich dann dazu gekommen, Janukowitsch, warum hat er im letzten Moment zurückgezogen? Weil die Ukraine war ja innerhalb der Sowjetunion eine Republik, mit sehr viel Hochtechnologie. In der Ukraine wurden die großen Flugzeuge gebaut, die Antonov-Transportflugzeuge, die so viel Lasten transportieren können, dass sie bis heute, es gibt, glaube ich, kein anderes Transportflugzeug, das solche enormen Lasten heben kann, 120 oder über 110 Tonnen. Diese Flugzeuge wurden in der Ukraine gebaut und Raketenmotoren wurden da gebaut, also wirklich komplizierte Dinge. Und Russland war auch bis 2014 eigentlich der Hauptabnehmer dieser Industrieprodukte aus der Ukraine. Das waren noch die alten Verflechtungen aus der Sowjetunion, die im Rahmen der GUS-Freihandelszone aufrechterhalten blieben. Und die Europäische Union hatte, wenn sie jetzt sozusagen diese Freihandelszone mit der Ukraine will, dann hätte man ja logischerweise sagen müssen, dann muss sie jetzt die Antonov-Flugzeuge kaufen und die Raketenmotoren. Aber das hat die Europäische Union bis heute nicht getan. Wir brauchen eigentlich schon diese Antonov-Flugzeuge, weil unsere eigenen Transportmaschinen haben eine geringere Traglast. Aber wir kaufen die trotzdem nicht von der Ukraine. Wir leasen die höchstens. Das zeigt, dass die Europäische Union gar kein Interesse an einer entwickelten Ukraine hatte. Wir wollten die Ukraine nur sozusagen wir wollten nur die Rohstoffe der Ukraine. Und indem wir diese Politik, diesen Streit um die Freihandelszonen entfacht haben 2013, 2014, war auch schon klar, dass die Europäische Union sich
mit Russland anlegt, dass sozusagen Konfliktbeziehungen weiter, also dass die Beziehung als Konfliktbeziehung vertieft wird. Und das war im amerikanischen Interesse, nicht im europäischen Interesse. Durch diese doppelten Entwicklungen, auf der einen Seite Expansion der NATO, Aufstellung des Raketenschildes, der versucht, eine nukleare Erstschlagkapazität jetzt herzustellen. Keinerlei Rüstungsbeschränkungen bei Weltraumbewaffnung. Das ist auch ein weiteres Feld, also dass der Weltraum zunehmend bewaffnet wird und sozusagen militärische Satelliten 200, 300 Kilometer über den russische Territorium fliegen. Informationskriegsführung und gleichzeitig eben der Streit, der Versuch sozusagen Republiken der Sowjetunion, der Ex-Sowjetunion quasi an den Westen zu binden und aus dem russischen Einflussbereich herauszubrechen. Das war ja alles, das sind ja alles Formen verdeckter Kriegsführung oder eine so stark gesteigerte Konkurrenz, dass der Krieg in Reichweite kommt, sichtbar wird, als Möglichkeit mitgedacht werden muss. Und das war alles auch schon in den Nuller- und Zehnerjahren so. Und Europa ist nicht eingeschritten. Wir haben es bei Sonntagsreden belassen. Schröder hat es ernster versucht, aber er hatte sozusagen nur bis 2005 Einfluss und danach passiert nicht mehr viel. Also diese Konfliktbeziehung 2013, 2014 wurde sie dann also manifest, 2014 sogar mit dem Beginn des Bürgerkriegs, zu dem kommen wir sicher noch kurz dann auch. Aber auf das es auf dem Boden der Ukraine ausgetragen wurde, war wahrscheinlich auch logisch, weil das sozusagen der große Pufferstaat in der Mitte, zumindest zwischen Europäischer Union, dem Brückenkopf der Amerikaner in ihren Worten, und Russland ist. Aber Sie gehen ja auch weiter zurück und sagen, dass dieser Konflikt schon 2004 bei der sogenannten Orangenrevolution stattgefunden hat. Und da habe ich es erfrischend gefunden, dass Sie das mit einer Selbstverständlichkeit als Farbrevolution benannt haben, die von außen als Soft-Power-Methode in die Gesellschaft hineingetragen wurde. Das hat man ja lange Zeit so nicht sagen dürfen. Ja, aber Peter Scholl-Latour hat es schon 2007 in seinem Buch Russland im Zangengriff offen ausgesprochen. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir uns in der Welt, die jetzt anbricht, wenn wir uns orientieren müssen, müssen wir ganz realistisch sein mit der Natur von Macht. Wie Macht funktioniert im 21. Jahrhundert einfach anders als im 20. Jahrhundert oder als im 19. Jahrhundert. Wir haben, im 19. Jahrhundert hatte man irgendwie Heer und Marine und das war's. Und heutzutage hat man Informationskriege, man hat Weltraumbewaffnung, man hat künstliche Intelligenz. Es werden Wirtschaftskriege geführt mit Sanktionen. Es gibt diese sehr hochentwickelte Netzwerkpolitik, mit denen quasi die Souveränität von Staaten sozusagen beeinflusst oder sogar aufgebrochen werden kann. Und wir müssen uns dieser Machtmittel bewusst werden, wenn wir irgendwie eine Machtbalance im 21. Jahrhundert herstellen wollen. Immer wenn neue Technologien auftauchen, müssen die ja irgendwie reguliert werden. Als das Giftgas erfunden worden ist, im Ersten Weltkrieg, wurde es am Anfang hemmungslos eingesetzt und dann gab es Regularien, dass man das begrenzt, und im Zweiten Weltkrieg ist Giftgas dann zum Beispiel nicht mehr eingesetzt worden. Und so müssen wir jetzt auch lernen, dass es eben neue Machtmittel, neue Machtmethoden gibt. Wir müssen verstehen, was ein Informationskrieg ist. Zu einem Informationskrieg gehören auch Farbenrevolutionen. Das ist ein Teil eines Informationskrieges. Und wenn wir das dann verstanden haben und es darüber ein Bewusstsein gibt, dann brauchen wir Regularien, die verhindern, dass das angewendet wird. Also was ist ein Informationskrieg? Wir leben ja in Mediengesellschaften, wo wir fast alle Informationen immer aus zweiter Hand haben. Wir haben ja sozusagen in unserem Umfeld, machen wir ein paar Erfahrungen, aber was wirklich in der Welt passiert, wissen wir eigentlich immer nur aus Medien. Und Informationskriegsführung versucht sozusagen, eine bestimmte Wahrnehmung zu etablieren. Wir beschreiben das in diesem Buch am Beispiel des Jugoslawienkrieges. Da gab es ja sozusagen das Narrativ, das in den 90er Jahren verbreitet wurde, dass die Serben die Bösen sind und die Kroaten und die anderen Republiken sind die Guten. Und im Rückblick ist das Bild viel komplexer. Es gibt es solche klaren Bruchlinien eigentlich nicht. Damals ist es sozusagen aktenkundig, dass damals 157 Presseagenturen, die in den USA angesiedelt sind, die aber Auftraggeber im Ausland hatten, in Europa, besonders in diesen verschiedenen Republiken, dass die daran beteiligt waren, eben das
das Kriegsgeschehen zu deuten und ein bestimmtes Bild zu etablieren, nämlich überwiegend das Bild, dass Serbien, dass die Serben die Bösen sind, die Faschisten in diesem Krieg. Und auf der Basis dieses Bildes, das etabliert worden ist, erschien dann das Eingreifen der NATO wie ein Naturgesetz, wie etwas, das einfach gar nicht anders geht, das so sein musste. Und woher wissen wir von diesen 157 PR-Agenturen, Public Relations-Agenturen sozusagen? Es gibt in den USA ein Gesetz, das heißt FARA, Foreign Agent Registration Act. Das kommt noch sozusagen aus den 30er Jahren oder 40er Jahren, als sozusagen Hitler Deutschland versucht hat, Einfluss auf die deutschstämmigen Amerikaner zu nehmen. Und da haben die Amerikaner ein Gesetz verabschiedet, dass jede PR-Agentur, die irgendwie Geld aus dem Ausland, sprich in dem Fall aus Deutschland bekommt, dass die sich registrieren müssen und sagen müssen, wir haben einen Auftrag bekommen aus dem Ausland. Und dieses Gesetz ist immer noch in Kraft. Und dadurch mussten sich eben die amerikanischen Presseagenturen, die dann plötzlich von der Regierung Kroatiens oder anderen Republiken beauftragt worden waren, PR-technisch aktiv zu werden, die mussten sich dann registrieren. Und dadurch wissen wir, dass 157 PR-Agenturen aus dem europäischen Ausland, überwiegend europäischen Ausland, diesen Krieg beeinflusst haben, medial begleitet haben. Und dazu kommen natürlich noch all die PR-Agenturen, die nur die amerikanische Auftraggeber wahrscheinlich auch noch hatten. Die mussten sich nicht registrieren. Also so werden halt moderne Kriege gemacht. Da gibt es dann das Heer, da gibt es die Marine, die Luftwaffe. Und dann gibt es sozusagen riesige PR-Abteilungen, wo dann auch der Übergang zu privaten PR-Agenturen fließend ist. Das ist, was die Amerikaner quasi aus dem Vietnamkrieg gelernt haben. Beim Vietnamkrieg war es ja so, dass die Amerikaner sagten, eigentlich hätten wir ja diesen Krieg gewinnen können. Wir hatten sozusagen die meiste Firepower, wir hatten die Luftüberlegenheit. Warum haben wir verloren? Weil wir bestimmte Bilder plötzlich in die Öffentlichkeit gelangten, die wir nicht kontrollieren konnten. Und das hat die Stimmung an der Heimatfront verändert. Und wir haben diesen Krieg in der Presse verloren, während wir ihn auf dem Schlachtfeld eigentlich dabei waren zu gewinnen. Und das darf uns nicht nochmal passieren. Und als dann 1991 der zweite Irakkrieg passiert, davor gab es ja schon den irak-iranischen Krieg, der auch von den USA begleitet wurde, aber als dann 1991 der zweite Irakkrieg passiert, da sagen die Amerikaner, das ist jetzt der Krieg, wo wir diesen Fehler aus dem Vietnamkrieg nicht wiederholen, und gab dann diesen eingebetteten Journalismus, und die Journalisten fuhren quasi mit den Soldaten mit und kriegten Anweisungen, was sie fotografieren dürfen. Und alles wurde bis aufs Kleinste kontrolliert. Und dann gab es damals dieses Narrativ, dass die irakischen Soldaten in Kuwait Säuglinge aus den Brutkästen gerissen und brutal auf den Boden geschmissen hätten. Und die angebliche Krankenschwester, die das dann zum Besten gab, stellte sich dann als Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA heraus. Das war einfach nur ausgedacht von einer PR-Agentur. Und nicht in der Realität passiert. Und die Emotionen, die dadurch aber entfacht wurden, erzeugten eben diese kollektive Erregung, ja, jetzt müssen wir da ja eingreifen, das geht ja nicht anders. Und seitdem werden Kriege immer so mit einer solchen PR-Kampagne begleitet. Und wir müssen ein Bewusstsein davon haben, und wir müssen darüber aufklären. Und das muss letztlich reguliert werden, so wie andere Machttechniken in der Menschheitsgeschichte reguliert worden sind. Ein ganz spannendes Buch dazu, früh schon erschienen, ist von Mira Beham. Sie, glaube ich, zitieren sie auch, Kriegslügen, glaube ich, heißt es, ne? Wo sie diese ganzen PR-Agenturen und auch die farbrevolutionären Interventionen da beschreibt. Jetzt zur Ukraine. Sie haben gerade gesagt, also 2004 diese erste Farbrevolution in der Ukraine von serbischen Trainern aus dem Otpor-Milieu, das schon in Serbien tätig war, trainiert. Dann 2013-14 der Zusammenbruch eigentlich einer ukrainischen Staatlichkeit und das Auftauchen sozusagen eines westorientierten, letztlich dann auch rechten ukrainischen Regimes. Dann diese Jahre Krieg von 2014, der Zentrale gegen die abtrünnigen Provinzen. Und dann haben wir am 24. Februar dieses Jahres 2022 die russische Intervention. Und jetzt habe ich eine Frage dazu. Warum oder wie erklären Sie sich, dass die Medien und die Politik in unserem Raum, also nehmen wir den deutschen Sprachraum, können wir wahrscheinlich die ganze Europäische Union nehmen, bis auf wenige Ausnahmen,
diesen Krieg erst am 24.02. beginnen lassen. Weil als Historiker weiß man, es kommt immer darauf an, wann man eine Erzählung beginnt, um Verständnis dafür zu haben. Ne? Wie gibt es das? Wir wissen, dass das 2004, 2014 und dann 8 Jahre schon funktioniert hat, als Schießkrieg auch, ja, also schrecklicherweise. Und unsere Medien tun so, wie wenn wir erst einen Krieg seit 24. Februar 2022 hätten. Ja, sicherlich sind natürlich am 24. Februar 2022 sind natürlich russische Truppen schon über, haben die ukrainische Grenze überquert. Das ist tatsächlich an dem Tag passiert. Aber wenn man die Woche davor anguckt, dann fängt der massive Artilleriebeschuss eben schon am 16., 17., 18. Februar an. Und zwar auf Seiten der Ukraine, überwiegend von Seiten der ukrainischen Armee, die vorher, im ganzen Jahr vorher, schon einen Aufmarsch vollzogen hat an den Grenzen der abtrünnigen oder unabhängigen Republiken Lugansk, Donetsk und auch an der Krim. Und von diesem ukrainischen Aufmarsch, der wurde nicht ganz aus den Zeitungen, man konnte die Informationen in den Zeitungen finden, aber immer nur einzelne Artikel. Also man musste die richtig suchen. Dann gab es mal so einen Artikel, wo drin steht, ja, es gibt auch einen ukrainischen Aufmarsch. Und in der ist auch sozusagen ein Faktor der Medienwahrnehmung. Wenn etwas einmal irgendwo erscheint, dann ist es so, als ob es keinmal erschienen wäre. Sozusagen, wir tendieren dazu, Nachrichten erst wahrzunehmen, wenn sie 40 Mal am Tag irgendwo aufpoppen. Erst dann kommt es ins kollektive Bewusstsein. Und dieser ukrainische Aufmarsch, den es sozusagen die Monate vorher schon gab, der eigentlich angefangen hat, als Selinski einen Erlass unterschrieben hatte, der sagte, der ukrainische Staat ist verpflichtet, alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel zu verwenden, um die abtrünnigen Republiken Lugansk, Donetsk und die Krim wieder in das ukrainische Staatsgebiet zu reintegrieren, einschließlich militärischer Mittel. Und seitdem fängt sozusagen dieser militärische Aufbau innerhalb der Ukraine an den Grenzen statt. Parallel dazu gibt es dann einen russischen Aufmarsch. Und jetzt könnte man sich, das wäre eine interessante Frage für Historiker, welcher Aufmarsch reagiert auf welchen Aufmarsch. Das wäre eine Debatte, die könnte man ja in unserer Presse führen, die wird aber nicht geführt. Und ich glaube, am 14. Februar sagt Joe Biden, er wüsste, dass Putin am oder die Russische Föderation am 16. Februar angreifen wird. Er hat sicher Putin gesagt und nicht die Russische Föderation. Ja, wahrscheinlich hat er Putin gesagt, ja. Und das sagt er am 14. Februar. Und am 16. Februar, das ist dann der Tag, an dem es eigentlich passieren soll, fängt die Ukraine tatsächlich massiv an, mit Artillerie zu schießen. Und das steigert sich dann von sozusagen 15., 14., 13. Februar waren es so 40 Explosionen, die da an der Grenze immer so passierten. Und das steigert sich dann bis zum 18. auf ungefähr 18. Februar, auf, also vom 16. bis zum 18. Februar auf 1400 Explosionen, die registriert werden. Und Kriege fangen ja auch mit massivem Artilleriebeschuss an. Also bevor man seine eigenen Soldaten ins Feld führt, versucht man erstmal den Boden aufzuweichen durch massiven Artilleriebeschuss. Also theoretisch, nach dieser Logik könnte man sagen, ja, vielleicht hat der Krieg auch schon am 16., 17., 18. Februar begonnen. Und man könnte natürlich auch noch weiter zurückgehen und sagen, ja, eigentlich hat der Krieg begonnen, als dieser Streit der Freihandelszonen stattfand und dann eine Regime-Change-Operation in Kiew 2014, man nennt das auch Farbenrevolution, durchgeführt wurde. Weil, wenn ich sozusagen, das ist jetzt natürlich eine interessante Frage, früher wurden Putsche relativ eindeutig durchgeführt. Wenn wir zum Beispiel denken, was die Amerikaner in Chile gemacht haben am 11. September 1973, damals haben sie den chilenischen Präsidenten Allende in einem ziemlich offenen Militärputsch sozusagen beseitigt. Sie haben sozusagen Teile des chilenischen Militärs auf ihre Seite gezogen und das gemacht. Und damals war der Welt auch relativ schnell klar, dass die Amerikaner dahinter stecken, dass sie es gemacht haben. Und später, dann so ab den 90er, 0er Jahren, fängt man an, solche Regime-Change-Operationen zu verstecken hinter anderen Vorgängen, die man organisiert hat, die man befeuert hat. Man nennt das dann Farbenrevolution. Und ich hatte eben schon gesagt, Farbenrevolutionen sind auch Teil von Informationskriegen. Also in einer Farbenrevolution wird sozusagen eine bestehende Unzufriedenheit, die es in einem Land gibt und die auch authentisch und berechtigt sein kann. Und sicherlich gab es in der Ukraine sehr viel Unmut und es gab sicherlich in der Ukraine viele Bürger, große Teile, die sich vielleicht gewünscht hätten, dass die Ukraine Teil der Europäischen Union ist. Es gibt ja auch der Westen hat ja viele Jahrzehnte lang immer von diesem Versprechen
gezehrt, dass wenn man sozusagen zum Westen gehört, dass dann der Wohlstand kommt. Das ist zwar heute gar nicht mehr so, aber es kann ja sein, dass in der Ukraine das 2013, 14 viele noch geglaubt haben. Und diese Menschen fangen an zu demonstrieren. Und das wird dann aber plötzlich begleitet von sehr vielen sogenannten NGOs, die dann aber, wenn man genauer hinguckt, doch eben nicht unbedingt Nichtregierungsorganisationen sind, teilweise doch Geld aus öffentlichen Töpfen bekommen. Und die dann quasi diese Proteste begleiten, verstetigen, sie mit allen möglichen Angeboten und Debattenräumen füllen. Und bei solchen Farbenrevolutionen, es gab schon mehrere, man kann das zum Beispiel, ein berühmtes Beispiel ist eben in Serbien, sie haben eben die Organisation Otpor benannt. Auch in Ägypten hat es so eine Farbenrevolution gegeben, in Georgien 2003. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, auch in Kiew schon 2004. Peter Schollatour beschreibt das in seinem Buch Russland im Zangengriff. Und wenn man solche Farbenrevolutionen genauer studiert, dann wird sozusagen, ja, es sind diese NGOs am Boden aktiv, es gibt PR-Agenturen, die entwickeln ein Narrativ, zum Beispiel der Präsident hat die Wahlen gefälscht oder er möchte das Militär einsetzen. Ein Skandal wird sozusagen etabliert, der teilweise auf wahren Zusammenhängen beruht, teilweise aufs Ausgedachten oder Überinterpretierten. Und dann werden teilweise auch Menschen dafür bezahlt, dass sie demonstrieren. Also Mietdemonstranten werden dann teilweise auch eingesetzt. Leute werden bestochen. Und irgendwann gibt es dann einen Konflikt, der entweder von alleine passiert, weil das Regime, das unter Druck kommt, oder die Regierung, die unter Druck kommt, anfängt vielleicht zu massiv gegen die Demonstranten vorzugehen. Oder es gibt auch eben das Modell, dass sozusagen dann Scharfschützen sozusagen in eine Menschenmenge feuern und den Eindruck erzeugen, die Regierung, die unter Druck gekommen ist, sei der Autor dieser Aktion. Und auf diese Weise entsteht dann sozusagen eine chaotische Situation, in der dann Leute, die vorher trainiert worden sind, dann ungefähr ähnlich wie 1973 in Chile den Staatsstreich durchführen. Und das ist eine sogenannte Farbenrevolution, wo sozusagen ein klassischer Putsch, wie man ihn früh gemacht hat, hinter einem langen Narrativ versteckt wird, hinter realen Demonstrationen versteckt wird. Und einen solchen Regime-Change haben die Amerikaner und die Europäische Union war auch auf einer bestimmten Ebene beteiligt, in Kiew durchgeführt. Es gab sicherlich Uneinigkeit damals auch zwischen der Europäischen Union und den USA. Es gab ja dieses abgehörte Telefongespräch mit Viktor Nuland, wo dieses Wort gefallen ist, fuck the EU. Also die Europäische Union wollte Klitschko als Präsidenten installieren, die Amerikaner wollten Jazenjuk. Sie haben sich am Ende durchgesetzt. Aber ich glaube, wo sich die Europäische Union und die USA einig waren, war, dass sie die Ukraine aus dem russischen Einflussgebiet herausbrechen wollten. Und das ist für die Russen natürlich vor allem deshalb sehr schmerzhaft, weil sie die Ukraine eigentlich als Brudervolk ansehen. In weiten Teilen der Ukraine wird Russisch gesprochen, sogar Selinski spricht Russisch. Bis 2014 waren die drei größten Zeitungen in der Ukraine russischsprachig. Kiew ist der Ausgangspunkt der Kiewer Rus, also sozusagen des ersten russischen Staates, der zwischen 900 und 1200 existiert hat. Wenn man 1986 durch die Sowjetunion gefahren wäre oder 1984, wäre einem gar nicht die Idee gekommen, dass Kiew irgendwie nicht Teil der russischen Welt ist. Damals hätte die Forderung vollkommen absurd geklungen, dass man die Ukraine in den Westen zieht. Sicherlich gab es in der Westukraine immer bestimmte Bevölkerungsschichten, die sich fremdbestimmt fühlen von Moskau, das muss man auch sagen. Aber die sind sozusagen auf die Westukraine bezogen und sind eigentlich sozusagen, wenn man die Gesamtukraine sieht, ein relativ kleines Gebiet. Das ist jetzt nicht die Hälfte, also es ist weit, weit weniger, ja. Aber jetzt, dieser 24. Februar dieses Jahres, Sie haben es ja schon gesagt, hat sich doch was anderes getan. Da hat eine fremde Macht in dem Sinn, also die Russische Föderation, Grenzen überschritten und ist in die Ukraine einmarschiert. Völkerrechtswidrig, würde ich sagen, aber wahrscheinlich kann man das auch nicht anders sehen. Die Argumentation, dass es um Denazifizierung geht, ist angesichts der Auswirkungen, nämlich die ukrainische Bevölkerung wahrscheinlich hinter dem rechten Narrativ mehr zu versammeln, nicht mehr haltbar. Aber abgesehen von dem, ist sozusagen nicht der russische Einmarsch ein Bärendienst an Friedensbewegung, an Leute wie uns, die eigentlich eine andere
Welt mit den Versprechungen, die Sie jetzt gerade auch in dem Buch niedergelegt haben, wünschen? Ja, sicherlich. Und natürlich fragt man sich, hätte es andere Möglichkeiten gegeben? Oder es ist natürlich jetzt ist eine Kriegssituation entstanden und im Krieg sind plötzlich auch ganz andere Dinge möglich, können Feindbilder nochmal enorm gesteigert werden, wenn jetzt Russland nicht einmarschiert wäre, wenn sie das nicht gemacht hätten. Wir beschreiben ja auch in unserem Buch sehr viele Manöver, die die USA, Kanada und Großbritannien, vor allem diese drei Staaten, jedes Jahr in der Ukraine durchgeführt haben. Wir wollten eigentlich am Anfang die Manöver von 2014 bis zum Kriegsausbruch beschreiben, aber es waren dann so viele, dass das Buch unleserlich geworden wäre, wenn wir die alle aufgezählt hätten. Und dann haben wir uns eben auf das letzte Jahr beschränkt. Aber auch das füllt schon mehrere Seiten. Und wenn man das halt sieht, dann diese Anzahl von Manöver sieht, dann versteht man, die Ukraine wurde zu einem militärisch hoch aufgerüsteten Staat aufgebaut in den 8 Jahren von 2014 bis 2022. Also 2014 war die ukrainische Armee ein Witz, war desorientiert, also war schwach, hatte altes Material, keine Kampfmoral, war nicht trainiert. Und 2022 war die ukrainische Armee hinter der russischen Armee wahrscheinlich die stärkste Armee Europas. Also wenn es gibt amerikanische Militärexperten, zum Beispiel Scott Ritter, der sagt immer, ja, wenn die ukrainische Armee mit der Bundeswehr gekämpft hätte, hätte die ukrainische Armee gewonnen und auch die französische Armee hätten sie noch besiegt. Also es war es ist in den letzten 8 Jahren dort ein Militär aufgebaut worden, das sehr groß ist, eine sehr, sehr große Armee hat und die auch trainiert wurde. Also jedes Jahr fanden ungefähr 12 Manöver statt mit den USA, mit Kanada, mit Großbritannien. Und im Laufe dieser vielen Jahre und der vielen Manöver ist sozusagen jede Brigade, jedes Bataillon der ukrainischen Armee irgendwie mit NATO-Kampftechniken und Vorgehensweisen vertraut geworden, wurde trainiert. Und das war eine außerordentlich schlagkräftige Armee, die dann dort 2022 sich an den Grenzen zu Lugansk und Donetsk aufbaute und ja dann auch anfing zu schießen. Und natürlich hätten die Russen einfach auf diesen Schuss nicht reagieren können. Und das hätte sicherlich dann zu sehr vielen Opfern in Donetsk, Lugansk geführt. Und das wiederum hätte zu massiven innenpolitischen Spannungen in Russland geführt. Dann hätte möglicherweise Putin seine Position als Präsident verlieren können, weil ein Präsident, der einfach zulässt, wie die ukrainische Armee diese Republiken fast auslöscht, der wäre wahrscheinlich auch unter massivem innenpolitischen Druck in Russland geraten. Und dazu kam eben auch, dass Selinski bei der Münchner Sicherheitskonferenz wenige Tage vor dem 24. Februar, sozusagen am 21. Februar statt, da hat er gesagt, die Ukraine sei nicht mehr an das Budapester Memorandum gebunden, das ja vorsah, dass die Ukraine auf Nuklearbewaffnung verzichtet. Und er deutete quasi an, dass die Ukraine nach Atomwaffen strebt. Und gleichzeitig wissen wir von Rafael Grossi, dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, der das in einem Interview im Mai 2022 bekannt gegeben hat, dass er bei Bloomberg gegeben hat, während des Davos-Gipfels. Dort hat er gesagt, dass in dem größten ukrainischen Atomkraftwerk Saporische 30.000 Kilogramm oder 30 Tonnen Plutonium liegen und 40.000 Kilogramm oder 40 Tonnen angereichertes Uran. Nun weiß man nicht, wie angereichert ist das, welcher Anreichungsgrad. Es ist deswegen schon waffenfähig, muss nicht sein. Aber Plutonium ist sozusagen viel leichter waffenfähig, wenn es vorhanden ist, als Uran. Gleichzeitig ist die Plutoniumbombe schwerer zu bauen. Aber trotzdem sozusagen, da war das spaltbare Material vorhanden und dass die Technologie, wie man eine Atombombe baut, die hatte die Ukraine noch aus Sowjetzeiten, weil es ist eben dieser hochindustrialisierte Ort in der Sowjetunion war, wo was Schwerindustrie war und Raketenmotoren gebaut wurden und so weiter. Das heißt also, das Wissen war da, das spaltbare Material war möglicherweise da in enormen Mengen. Also wenn man 30 Tonnen Plutonium, 40 Tonnen angereichertes Uran, dagegen ist das iranische Atomprogramm ein Witz. Da ging es um irgendwie ein paar Kilogramm. Ja? Und darüber haben wir uns irgendwie jahrelang den Kopf zerbrochen, was die Iraner da in irgendwelchen kleinen Zentrifugen anreichern. Und die Ukraine hat das Siegfache davon.
tausendfache vielleicht. Das war sicherlich auch ein Faktor. Die Russen wollten wahrscheinlich nicht an einem Tag irgendwie aufwachen und plötzlich hat die Ukraine eine Atombombe. Man muss sich vorstellen, die Außengrenze der Ukraine ist 300 Kilometer von Moskau entfernt und ungefähr 150 Kilometer vor Wolgograd, dem ehemaligen Stalingrad. Ja, und das heißt, und da dann NATO-Kräfte zu haben, und hinzu kam noch, dass im letzten Jahr dann auch ein Gesetz verabschiedet wurde, dass bisher war es so, dass wenn sozusagen US-Truppen kurz in die Ukraine kommen, um da ein Militärmanöver zu machen, eins der ungefähr ein Dutzend Militärmanöver, die da jedes Jahr stattfanden, dann konnten die Truppen da nur für eine gewisse Zeit sein und mussten dann wieder raus. Und plötzlich ändert die Ukraine das Gesetz und sagt, die dürfen jetzt länger bleiben. Und das löst dann natürlich, das galt ab 2022, und das löst natürlich dann in Moskau die Angst aus, jetzt gibt es wieder diese 12 oder 9 oder 10 Manöver für das Jahr 2022. Und wenn die vorbei sind, sind da kanadische Basen, amerikanische Basen, englische Basen und vielleicht dann plötzlich auch eine Atombombe. Und wir können nichts mehr machen und die stehen vor unserer Haustür. Dann hätte Russland quasi darauf reagieren können, indem sie die Hauptstadt hinter das Ural verlegen. Das hätten sie dann machen können. Also sie hätten sagen, wir bauen alle Institutionen der Regierung, die wir haben, den Kreml, das Parlament, die Duma, das Verfassungsgericht, die wichtigsten Zeitungen und Nachrichtenkanäle, Fernsehsender, alles, was wir haben, also das wird jetzt irgendwo bei Irkutsk am Baikalsee irgendwo dort in der Nähe wieder aufgebaut. Das wäre dann möglicherweise die Konsequenz gewesen, um das Sicherheitsdilemma sozusagen aufzuheben, das entstanden war, indem quasi dieser hoch aufgerüstete ukrainische Staat an der russischen Grenze entsteht, der ja gleichzeitig auch noch eine antirussische Ideologie verfolgt hat. Das ist ja, und das ist der Grund, warum die Russen jetzt nicht so große Angst vor Finnland haben, selbst wenn es jetzt in der NATO ist, weil sie trauen den Finnen nicht zu, dass sie jetzt eine antirussische Ideologie und Weltanschauung zur Staatsräson erheben, aber den Ukrainern trauen sie das zu. Und deswegen sind sie da besonders sensibel und haben dann so reagiert, was ich auch für eine fatale Reaktion halte. Ich finde auch, diesen Krieg, der ist furchtbar und ich möchte ihn natürlich, dass er sofort so schnell wie möglich aufhört. Jeder weitere Tag, der dieser Krieg weiterläuft, ist ein Tag zu viel. Es ist ein Krieg, wo wirklich viele Menschen sterben. Das ist nicht so wie frühere Kriege, die wir hatten, sondern der erinnert teilweise an den Ersten Weltkrieg, weil wir ja auch hier Stellungskriege haben, wo sozusagen Leute in Schützengräben sitzen und ständigen Artilleriebeschuss, Trommelfeuer ausgesetzt sind. Und es sind enorme Opferzahlen, die dieser Krieg hervorruft. Ich würde die letzten paar Minuten, die uns noch bleiben, wir wollen ja die Zeit nicht allzu sehr überdehnen, für den zweiten Teil des Untertitels verwenden. Nämlich, wie wir wieder von Europa träumen können. Und da gibt es ein Kapitel, als einzige Frage würde ich meinen, das würde das schon erklären, dass Sie uns das ein bisschen näher bringen. Das heißt, Ukraine-Krieg als Katharsis für Europa, also als Läuterung, als Sühne, als Befreiung. Was muss man sich darunter vorstellen? Europa steht jetzt, also bisher, es gab ja schon oft diese Stimmen, die gesagt haben, die Europäische Union oder Deutschland, Frankreich oder Österreich, wir müssen uns irgendwie unabhängig von den USA machen. Aber bisher wurden diese Forderungen in einem Europa erhoben, in dem das Wohlstandsniveau immer noch relativ hoch war, in dem irgendwie Sicherheit herrschte und es schien für viele wie eine Luxusdebatte und war für viele nicht ernst gemeint und es war kein... keine Möglichkeit eigentlich, hier eine breite Mehrheit für zu gewinnen. Aber jetzt steht Europa sozusagen vor der Wahl, entweder ein amerikanisches Anhängsel der amerikanischen Macht, des amerikanischen Imperiums, wenn man das mal so sagen möchte, zu werden, aber um den Preis einer ständigen militärischen Bedrohung, eines möglicherweise dauerhaften Kriegsgeschehens in Europa und gleichzeitig massiver wirtschaftlicher Deindustrialisierung. Die energieintensiven Unternehmen, die jetzt hier nicht mehr wirtschaften können, die kriegen ja Einladungen aus den USA, ob sie nicht sich dort niederlassen wollen. Ja, und dann, das ist ja auch Teil des Wirtschaftskrieges, dass die USA uns quasi als ihren Airbag benutzen für ihren eigenen wirtschaftlichen Niedergang und dann versuchen, ihren wirtschaftlichen Niedergang abzuschwächen, indem sie dann zu BASF gehen oder irgendeiner anderen Firma, die dringend dieses russische Gas braucht und sagt, ja, ihr könnt euch hier bei uns
in Philadelphia niederlassen, da haben wir Fracking Gas, kommt doch zu uns. Und wir stehen jetzt vor der Wahl. Entweder gehen wir sozusagen diesen Weg der Selbstzerstörung weiter und bleiben sozusagen in diesem amerikanischen Bündnis, erlauben den Amerikanern weiterhin, dass sie unsere politischen Prozesse beeinflussen, unsere politischen Eliten auswählen oder Politiker, die sich sozusagen kritisch gegenüber den USA äußern, ständig mit negativer Presse konfrontieren. Oder wir schaffen es wirklich, die Debatte zu beginnen, ob Europa selbstständig werden kann. Und das ist natürlich ein großer Traum, ein Europa, das wirklich Europa ist. Und sobald wir und gleichzeitig seine Einheit als Europa bewahren kann, weil wovor wir auch Angst haben, ist, dass der Unmut, die Unzufriedenheit mit der gegebenen Situation nicht jetzt falsch adressiert wird, dass wir nicht erkennen, es ist the American stupid, sondern dass wir stattdessen denken, ja, die Europäische Union war ja schon immer schlecht und dann zerbricht die Europäische Union und das würde dazu führen, dass ein Teil der Restbestände würde dann in den amerikanischen Orbit abdriften, ein Teil würde versuchen, was mit Russland zu machen, ein dritter Teil würde vielleicht von der Türkei beeinflusst werden und China ist da auch noch mit drin. Und so ein zersplittertes Europa wäre dann auch von Armut und Chaos und möglicherweise Kriegen bedroht. Das heißt, wir müssen schon die europäische Einheit bewahren, irgendwie. Wir wollen nicht zurück in das Zeitalter der nationalen Konkurrenz, aber wir müssen das ohne die Amerikaner machen. Wir müssen den Amerikanern die zum Ausgang führen und sagen, hier geht es raus, hier müsst ihr lang gehen. Es war schön mit euch, aber jetzt nach 70 Jahren, der Zweite Weltkrieg ist über 70 Jahre her, jetzt wollen wir souverän sein, wir müssen unsere eigenen Interessen folgen. Wenn wir mit euch verbunden bleiben, haben wir keine Friedensordnung in Europa, dann haben wir einen ewigen Konflikt mit Russland, dann werden wir von den billigen Energieressourcen und auch den übrigen Rohstoffen, es ist ja nicht nur Gas und Öl, das wir aus Russland bekommen haben, sondern auch wichtige Metalle, seltene Erden, Holz, viele andere Rohstoffe, die europäische Wirtschaft dringend braucht. Und nur ein souveränes Europa kann seinen Ort im 21. Jahrhundert finden. Dieses 21. Jahrhundert wird ein sehr entscheidendes Jahrhundert. Es ist ein Jahrhundert, in dem mit China, Indien, Brasilien und nach wie vor den USA große Player vorhanden sind. Und es ist ein Jahrhundert, wo darüber entschieden werden muss, wie wird das Verhältnis von Technologie und Zivilisation gelöst. Soll sich der Mensch jeder technischen Neuerung, der künstlichen Intelligenz und was da alles auf uns zukommt, sollen wir uns dem absolut unterordnen? Muss sich der Mensch der Maschine anpassen? Oder können wir das so gestalten, dass die Maschinen sich dem Menschen anpassen? Können wir irgendwie das Recht durchsetzen, dass man analog leben darf, wie Ulrike Gerow es in verschiedenen Zusammenhängen gesagt hat? Oder werden wir gezwungen, erst, dass man, jetzt ist es ja schon so, dass man faktisch nicht mehr arbeiten kann, wenn man kein Handy hat. Ja, oder dass es zumindest schwieriger wird. Gibt es bald noch ganz andere Technologien, die man haben muss, um sozusagen sich in der Gesellschaft bewegen zu können? Und diese Frage, das Verhältnis von Zivilisation und Technologie, ich glaube, um das zu lösen, brauchen wir ein souveränes Europa, das sich auf seine eigene Geistesgeschichte, seine Philosophie, seine Kultur, seine künstlerischen Traditionen beziehen kann. Denn Europa wäre der Ort, wo diese Frage progressiv gelöst werden kann, während die USA immer machen, was technisch möglich ist. Das ist irgendwie in ihrer DNA. Wenn da irgendwie was gemacht werden kann, machen die das. Und möglicherweise geht man in Asien auch in eine ähnliche Richtung. Und die Europa und Russland als der östliche Flügel Europas wären die Orte, wo sozusagen diese Zukunftsfrage progressiv gelöst werden kann. Aber dafür muss es ein souveränes Europa sein, das über sich selbst bestimmen kann. Und letztlich hängt für die gesamte Welt sehr viel ab, dass dieses Europa im 21. Jahrhundert noch eine Stimme hat und noch politische Prozesse aktiv gestalten kann. Ja. Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage dazu. Ja. Weil Sie doch explizit das Wort Träumen verwenden, muss ich Sie fragen, ob Sie vielleicht selber nicht daran glauben, dass es Wirklichkeit wird. Es ist sicherlich sozusagen ein Stern, den wir da in den Himmel geworfen haben, eine Utopie. Aber ich glaube auch an die Macht des Geistes. Die Geschichte kennt viele Beispiele, dass Dinge, die niemand für möglich gehalten hat, plötzlich Wirklichkeit werden.
als die Arbeiterbewegung Mitte des 19. Jahrhunderts erdrückenden Arbeitsbedingungen ausgesetzt waren, Kinderarbeit, großen Verwerfungen, die mit der Industrialisierung einhergingen, da schien sozusagen das Großbürgertum und der Adel übermächtig zu sein. Und es baute sich dann aber eben eine Arbeiterbewegung auf. Es entstanden Philosophien wie die von Karl Marx, die versucht haben, das zu verstehen, zu analysieren, zu durchleuchten. Und wir haben dann sozusagen im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert eine schlagkräftige Arbeiterbewegung, die wirklich für eine gewisse Zeit den Primat des Politischen zurückgeholt hat und es geschafft hat, Wirtschaftsprozesse zu regulieren. Nicht gänzlich, immer mit wieder neuen Widersprüchen, die dann daraus entstanden. Teilweise auch Abgleisungen, wie dann meinetwegen in der Stalin-Ära. Aber trotzdem war das 20. Jahrhundert ein Jahrhundert des Staates, wo der Staat in politische Prozesse eingreifen konnte. Und das wäre er nicht gewesen, wenn es im 19. Jahrhundert nicht ein paar Leute gegeben hätte, die davon geträumt hätten. Das sind lange Entwicklungslinien, das braucht möglicherweise mehr als eine Generation. Möglicherweise haben wir die Zeit nicht. Aber ich glaube, wir müssen anfangen zu träumen, um etwas zu verändern. Und manchmal, wer hätte 1988 gedacht, dass ein Jahr später die Berliner Mauer fällt? Die Geschichte ist auch voller Überraschungen und überraschender Wendungen. Und gerade weil jetzt, wir leben in einer Zeit, in der die bisherigen Machtstrukturen auch in einer Krise sind. Und ich glaube, man muss das zusammendenken. Auf der einen Seite wird der Versuch einer enormen Machtausdehnung gemacht und auf der anderen Seite ist das Subjekt dieser Machtausdehnung selbst in einer Krise. Und das gehört zusammen. Der Niedergang des amerikanischen Imperiums und der Versuch, dieses Imperium nochmal massiv auszudehnen, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Und die Krise der amerikanischen Macht, die Krise des amerikanischen Einflussbereichs ist auch eine unglaubliche Chance für Europa, dass wenn hier etwas ins Rutschen kommt, wenn hier etwas ins Bröckeln kommt, dann können Gedanken die Wirklichkeit in einem viel größeren Maße verändern und gestalten, als das, sagen wir, 1980 oder 1970 möglich gewesen wäre. Ja, danke fürs Erste, Hauke Ritz. Wir haben noch ein bisschen Zeit würde ich uns doch noch spendieren wollen, wenn noch die eine oder die andere Frage. Also wir würden gerne mit den Chat-Fragen beginnen, bitte. Weil auch das Publikum via Bildschirm einige Fragen hat. Ja, ich gebe an Uschi Schreiber. Ja, Hannes, wenn es möglich ist, dann würde ich dir gleich alle Chat-Fragen sagen und du notierst sie dir. Ist das okay? Ja, dazu müsste ich einen Kugelschreiber haben, der wieder schreibt. Okay. Also bitte einen Kugelschreiber an den Hannes. Ist schon da, danke. Papier überschreibt als Erstes. Schreibt. Ja, also die Agnes Kurz fragt, was müsste geschehen, damit es zu einem Waffenstillstand bzw. Friedensverhandlungen kommt? Ja. In dieselbe Kerbe schlägt der Heinz, er fragt, wie könnte eine neue Kontaktaufnahme mit Russland erfolgen und welche europäischen Persönlichkeiten wären überhaupt geeignet für diplomatische Gespräche und Verhandlungen? Nachsatz, könnte Wien ein geeigneter Verhandlungsort sein, in Anknüpfung an die Ära Kreisky, aber mit welchen handelnden Personen? Fragezeichen. Die Maria geht auch in eine ähnliche Richtung. Welches europäische Land könnte am ehesten vorangehen im Bestreben der europäischen Souveränität als politisches Ziel? In welchem Land gibt es überhaupt dieses Ziel? Dann schreibt sie auch noch, Klaus von Donani, das bezieht sich auf unser Gespräch vor gut einer Woche, Klaus von Donani sieht Europa im Sinne einer Vision der Zukunft als eine Art Schweiz der Welt. So hat er das damals bezeichnet in unserem Gespräch. Was halten Sie von dieser Vision, dass Europa sozusagen die Schweiz der Welt werden könnte? Und eine letzte Frage habe ich noch. Nein, zwei noch. Einmal noch die Frage, warum werden alle Friedensrufe und Forderungen nach
Waffenstillstand jetzt so desavouiert und diffamiert. Und eine letzte Frage noch von Maria. Welche Rolle spielte die Organisation Otpor als sozusagen PR-Agentur im Jugoslawienkrieg, finanziert von George Soros und anderen US-NGOs? Gut, das sind die Chat-Fragen. Ja, danke. Ich versuche ein bisschen zusammenzufassen. Ein Fragenkomplex besteht darin, zu fragen, Waffenstillstand jetzt für diesen Krieg. Wir wünschen uns ihn alle. Was kann man tun, damit er in Kraft tritt? Wer sind die Gegner, die das verhindern? Also jetzt auch in der Europäischen Union, vielleicht mehr auf das bezogen. Und welche Menschen könnten als Figuren, als politische Leitfiguren so einen Waffenstillstand zumindest mal anregen? Ja? Gibt es da Persönlichkeiten jenseits von Erdogan? Eine große Schwierigkeit, ich war bis Mitte Juni war ich in Russland und habe so ein bisschen die Stimmung, ich habe sozusagen die ersten dreieinhalb Monate des Krieges war ich in Russland und habe die Stimmung dort selbst gespürt. Und man konnte immer häufiger in russischen Zeitungen lesen, der Westen ist nicht vertragsfähig. Warum sagen das die Russen? Weil sie einfach gesehen haben in den letzten 30 Jahren, dass eigentlich jeder Vertrag, den sie mit den USA oder anderen westlichen Staaten abgeschlossen haben, im Bereich der Sicherheit jedenfalls, dass der früher oder später gebrochen wird oder plötzlich neu interpretiert wird. Also zum Beispiel, da gab es den NATO-Russland-Rat, also als die NATO zum Beispiel ausgedehnt wurde, hat man Russland beruhigt und gesagt, wir machen einen NATO-Russland-Rat und wenn es da mal eine Krise gibt, dann treffen wir uns dort und dann schlichten wir da den Konflikt. Und dann gibt es 2014 die Ukraine-Krise im Zuge dieses Maidan-Putsches. Und dann wird der Russlandrat in dem Moment aufgelöst, weil Russland irgendwie sich nicht nach westlichen Standards, in Anführungsstrichen, verhalten hat. Das heißt also, in dem Moment, wo man die Plattform gebraucht hat, wird sie aufgelöst. Und dieses Muster hat Russland immer wieder erlebt, zum Beispiel mit dem Minsk-II-Abkommen, was eigentlich eine gute Lösung war, weil dieses Minsk-II-Abkommen sah eine föderale Ordnung für die Ukraine vor. Die Ukraine ist ein Staat, der man könnte fast sagen, ein Vielvölkerstaat ist. Da gibt es eine ungarische Minderheit. Da leben auch noch teilweise Russlanddeutsche und Tataren. Und der Westen der Ukraine hat eine ganz andere Mentalität als der Osten und der Süden. Der eine Teil wendet sich Russland zu, der Osten und der Süden. Und der äußerste Westen, der früher auch zur KOK-Monarchie, ein kleiner Teil davon gehört auch früher zur KOK-Monarchie, dieser Teil wendet sich sozusagen dem Westen zu. Das kann nur in einer föderalen Ordnung überbrückt werden. Und das Minsk-II-Abkommen sah so eine föderale Ordnung vor und das wäre die ideale Lösung gewesen für alle Beteiligten. Dann wäre die Ukraine eine Brücke geworden zwischen Ost und West. Und das wurde verhindert, zum Teil durch den rechten Sektor in der Ukraine, der dann die Politiker unter Druck gesetzt hat, die die notwendige Verfassungsänderung dafür durchsetzen wollten und zum Teil auch durch die USA. Und da haben die Russen sozusagen die Erfahrung gemacht, egal welchen Vertrag wir mit den USA oder der Europäischen Union abschließen, am Ende wird er gebrochen. Und das ist sozusagen eigentlich das Haupthindernis, was sich jetzt sozusagen das müsste ja wieder ein Vertrag sein, der da abgeschlossen wird. Und wie kann man den Russen erklären, dass dieser Vertrag jetzt mal hält und nicht gebrochen wird? Und von daher, und dazu kommt, dass die Russen jetzt militärisch in der besseren Position sind, weil die NATO-Staaten haben jetzt einen Großteil der Munition geliefert, die sie in ihren Beständen hatte. Sie haben teilweise ihr eigenes Militär reduziert, um Waffen und Munition in die Ukraine zu liefern. Und die NATO hatte sozusagen diese Just-in-Time-Produktion auch auf Militärgüter ausgedehnt. Das heißt, wir haben in der NATO im Moment nicht die Produktionskapazitäten für einen so intensiven Krieg, um Munition und diese Dinge nachzuproduzieren. Das deutet darauf hin, dass der Konflikt von westlicher Seite gar nicht als ein richtiger Krieg geplant wurde, sondern man hatte im Westen angenommen, ja, wir machen Sanktionen gegen Russland, Informationskriegsführung, wir haben da noch Leute, mit denen wir da zusammenarbeiten in Russland und all das zusammen führt zu einem
Umbruch im politischen System in Russland und wir brauchen jetzt gar nicht Großrüstungsindustrie aufzubauen. Wir machen das mit Nuklearbewaffnung, diesem Raketenschild, ein paar Satelliten im Weltraum und eben vor allem Sanktionen und diesen Mitteln. Und das war wohl eine Fehlkalkulation. Es ist jetzt ein wirklicher Krieg, der dort ausgebrochen ist. Und Russland kann nachproduzieren, was sie verlieren, und die NATO nicht so schnell. Diese Fabriken kann man auch nicht von heute auf morgen hochziehen. Und gleichzeitig hat Russland jetzt 300.000 Soldaten mobilisiert, die jetzt gerade trainiert werden. Und die werden jetzt bald sozusagen im Feld stehen. Und dann wird es sozusagen große Umklammerungsbewegungen geben, wo dann sozusagen das ukrainische Militär sozusagen eingeschlossen wird. Und Russland ist dabei, denke ich, das sagen jedenfalls viele ich bin kein Militärexperte, aber ich höre, was andere Militärexperten, vor allem aus den USA, dazu sagen, aber auch in Europa gibt es diese Stimmen, dass die Ukraine zwar mediale Siege hatte, sie haben mal unter enormen Einsatz an Soldaten und Personal ohne Rücksicht auf Verluste Territorien erobert. Aber das waren nicht unbedingt militärische Siege, weil die Verluste den Gebietsgewinn nicht unbedingt ausgeglichen haben. Und das waren vor allem Siege für die Medien. Die Ukraine brauchte diese Mediensiege, damit sie weiter Waffen aus dem Westen bekommen, weiter unterstützt werden. Und der ganze ukrainische Haushalt ist jetzt ja von westlicher Unterstützung abhängig. Wenn das abbrechen würde, könnten die nicht mal mehr ihre ganzen Dienste mehr bezahlen. Damit diese Finanzierung weiterläuft, muss sozusagen die Ukraine den Eindruck erzeugen, wir gewinnen. Und wie machen sie das? Indem sie mit tausenden Soldaten quasi die Schlachtfelder überrennen. Dann gibt es irgendwie 20.000, 30.000 Tote, aber sie haben ein bisschen Territorium erobert. Und das sind Pyrrhus-Siege, weil sie das Militär so ausbluten für einen kleinen Landstrich. Und Russland betreibt eine andere Kriegsführung. Russland ist darauf bedacht, dass die Heimatfront stabil bleibt und zieht sich lieber zurück aus einem Gebiet, als jetzt unnötig Soldaten zu verlieren. Und so kommt es zu ukrainischen Gebietsgewinnen, die aber nur für die Medien Siege sind und in Wirklichkeit militärisch gar keine Siege sind. Und gleichzeitig wird sozusagen eine zweite Phase des Krieges durch Mobilisierung auf russischer Seite vorbereitet. Und deswegen denke ich, werden die Russen das militärisch für sich entscheiden. Und deswegen wollen sie jetzt auch nicht verhandeln. Und aus den anderen Gründen, die ich vorher gesagt habe. Ja, ja gut, diese Analyse zeigt zumindest für uns jetzt, dass sich die Frage, wer dazu in der Lage wäre, Verhandlungen aufzunehmen und wo die stattfinden sollten, erübrigt. Zweite Frage war dann noch, Souveränität für die Europäische Union. Gibt es einen Nationalstaat, der da als Vorbild dienen könnte, der sowas etwas in einer gewissen Weise vorwegnimmt innerhalb Europas? Ich glaube, man muss sich vergegenwärtigen, dass die Krise, in der wir sind, sich 30 Jahre, also seit dem Mauerfall, mehr als 30 Jahre aufgebaut hat. Und das heißt, es ist nicht mit einer kleinen Änderung getan. Wir können jetzt nicht sagen, oh ja, wir wollen jetzt den Konflikt einfrieren, Frieden machen, sondern die gesamte Außenpolitik des Westens nach dem Mauerfall war falsch. Und sie war zur Gänze falsch, weil sie ein falsches Bild von der Welt hatte. Sie beruhte auf der Vorstellung, der Westen könnte sozusagen der ganzen Welt sein Zivilisationsmodell auferlegen, das Ende der Geschichte sei erreicht. Und wir können jetzt erst Russland demokratisieren, dann China, dann Indien, oder Indien hat ja schon Ansätze von Demokratie, und dann noch Südamerika kontrollieren, die arabische Welt nach unserem Bilde formen. Deswegen wurden die Irak, also die verschiedenen Nahostkriege auch geführt. Und das war eine Hybris, eine unvorstellbare Selbstanmaßung. Der Westen ist nicht stark genug, dass er sich mit jedem Kulturkreis in der Welt anlegen kann und zudem Konfliktbeziehungen unterhalten kann. Und die ganzen anderen Länder der südlichen, östlichen Hemisphäre, China, Indien, Iran, die kennen ja das, was Russland jetzt gerade erlebt. Die sind ja auch schon mit Regime-Change-Operationen beglückt worden. Die sind ja auch schon mit Sanktionen bedacht worden. Die haben ja auch schon verschiedene Destabilisierungsoperationen in ihrem Territorium erlebt, wurden auch schon in Stellvertreterkriege verwickelt. Und deswegen ist in diesen Ländern die Bereitschaft sehr groß, Russland nicht zu unterstützen, aber einfach keine Sanktionen gegen Russland zu machen, weiter Handel zu betreiben mit Russland.
Und viele Länder bekommen auch aus Russland Waffen, die sie wieder darauf verschützen, von den USA angegriffen zu werden. Allein aus diesem Grund wollen viele dieser Länder weiter gute Beziehungen zu Russland haben. So dass eigentlich wir jetzt in eine Situation kommen, wo dieser Westen, der jetzt die letzten 30 Jahre geglaubt hat, er steht an der Spitze der Weltzivilisation, er könnte sozusagen die Welt von morgen könnte nach seinem Bilde geformt werden. Dieser Westen ist jetzt davor, isoliert zu werden. Eine Frage, die wahrscheinlich nicht ausführlich behandelt werden kann, war zu Otpor, Finanzierung der Otpors. Vielleicht ganz kurz, so, wenn Sie da was dazu sagen könnten. Sie haben es aber schon angedeutet, dass bei den NGO-Finanzierungen meistens falsch war, das N vorne hinzustellen, also das Nichtregierungsorganisationen, weil eben sehr stark von amerikanischen, auch staatlichen Fonds solche NGOs finanziert worden sind. Wollen Sie da noch was dazu sagen wollen, ganz kurz? Wir leben jetzt ja seit 30 Jahren ungefähr in einer globalisierten Welt und vorher hatten wir eine bipolare Welt. Und in einer bipolaren Welt gab es immer diese Vergleichbarkeit. Man konnte irgendwie sagen, ja, die machen das so und wir so. Und jetzt ist sozusagen eine Welt entstanden, wo quasi ein Prinzip, oft ein medialer Diskurs, eine Wahrnehmung der Dinge sich global verbreitet. Und dabei spielen diese NGOs eine Riesenrolle, sie verbreiten sozusagen ein bestimmtes Kulturmodell in verschiedenen Bereichen. Das geht von LGBT, Sexualität bis eben sozusagen zur Demokratisierung bestimmter Regionen oder auch Destabilisierung bestimmter Regionen. Und oft, wenn man dann guckt, wer finanziert diese NGO, dann muss man irgendwann bei vielen, nicht bei allen, aber bei einigen dieser NGOs muss man dann eben das N wegnehmen und es ist eigentlich eine GO. Und auf diese Weise ist sozusagen eine Welt entstanden, die scheinbar nur noch ein Modell, nur noch eine Richtung hat. Und was jetzt spannend ist an der Zeit, in der wir sind, dass diese extreme Expansion, die in den letzten 30 Jahren von Seiten des Westens stattgefunden hat, dass die jetzt in eine Krise gerät und dass auf diese Weise auch Alternativen wieder denkbar werden und vielleicht auch in einigen Ländern schon angefangen werden, realisiert zu werden. Also das ist ja eine Debatte, die jetzt auch gerade geführt wird in vielen alternativen Medien. Sind die Schwellenländer China, Indien, Russland, Iran, Russland ist kein richtiges Schwellenland, das ist ja schon lange entwickelt, aber es gehört jetzt irgendwie diesem Club mit an. Sind diese Länder letztlich genauso imperialistisch und genauso böse wie die USA und der Westen oder ist doch ein anderes Zivilisationsmodell zu erwarten, wenn diese Länder aufsteigen und sozusagen eine Gegenmacht gegenüber den USA werden? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke schon, dass etwas sich verändern wird. Ich glaube nicht, dass alles eins ist und es egal ist, wer gerade wie macht es. Und ich glaube vor allem an den zivilisierenden Effekt von Machtbalancen. Das heißt auch, China mag auch ein Land sein, das seine Probleme hat und vielleicht auch Zivilisationsvorstellungen vertritt, die nicht alle gut finden. Oder China könnte auch irgendwann vielleicht imperialistisch sein oder Indien oder Brasilien. Aber allein die Tatsache, dass wir eine Machtbalance gewinnen, würde Spielräume öffnen, würde Vergleichbarkeiten herstellen, würde zu Verhandlungen nötigen. Und im Kalten Krieg hatten wir es erlebt, solange es sozusagen die zwei Systeme gab, war auch in jedem dieser Systeme immer die Alternative denkbar. Und die letzten 30 Jahre, in der wir in dieser unipolaren, US-geführten Welt gelebt haben, sind wir zunehmend in so einen Prozess hineingekommen, dass nur noch eine Welt vorstellbar war und eine Alternative irgendwann gar nicht mal mehr denkbar, geschweige denn diskutierbar war. Und daraus müssen wir irgendwie ausbrechen. Und ich glaube, für Europa ist dann ein wichtiger Teil die Frage, wie kann Europa souverän werden? Was wäre überhaupt ein souveränes Europa? Wie könnte es sich gestalten? Woran müsste es anknüpfen? Woran lieber nicht? Und ich glaube, diese Debatte wollten wir sozusagen mit unserem Buch einleiten. Ja. Danke. Vielleicht noch drei Fragen aus dem Publikum. Das hier ist, da ist der eine Herr da vorne gleich. Wir müssen nicht drei sein. Also genügt auch eine. Ja, also manche betonen ja, Europa braucht ein eigenes Militär, eine eigene Armee, unabhängig von den USA.
während zum Beispiel Klaus von Donani eben von dieser Schweizerisierung spricht, dass das keine Chance ist, die Militarisierung, die souveräne Militarisierung Europas, dass sie da keine Chance, sondern in einer Schweizerisierung, in einer neutralen Vermittlerrolle. Was sagen Sie zu diesen unterschiedlichen zwei Vorstellungen? Und auch zum Beispiel Oscar Lafontaine betont wieder, dass es eine Todsünde ist, dass Europa sozusagen im Krieg mit seinem Nachbarn Russland ist. Mit einem Nachbarn muss man Frieden herstellen. Das ist sozusagen, ja. Ja, danke. Ich sehe jetzt sonst keine Fragen mehr. Und er würde... Ja, danke schön. Ich habe schon noch eine kurze Frage. Die knüpft auch ein bisschen an den Herrn von Donani an. Nationale Interessen hieß ja sein Buch oder heißt sein Buch. Er hat uns aufgefordert, da sehr kühl zu schauen, was die nationalen Interessen sind. Ich denke, in Europa gibt es durchaus auch verschiedene nationale Interessen. Zu sagen, Europa ist sozusagen ein Club, wo wir eigentlich alle gleiche Interessen haben, denke ich, ist eine Täuschung. Und ich denke auch, dass die Darstellung, dass Europa oder die Europäische Union eine amerikanische Kreation sei, die mag auch was für sich haben, aber die geht auch ein bisschen der Sache vorbei. Das ist vor allem eine Kreation, um Deutschland einzudämmen und um zu verhindern, dass der deutsche Faschismus und Imperialismus, der ja in Europa schreckliche Dinge vollbracht hat, dass dieser Imperialismus nie mehr aufsteht. Und das ist eine von vielen in Europa, von vielen Völkern in Europa getragene Vision, die zur Europäischen Union geführt hat. Wenn man jetzt so immer ein bisschen diese Unterschiede verwischt zwischen den europäischen Interessen und den deutschen Interessen, dann denke ich, geht das ein bisschen an der Sache vorbei. Da schwingt immer so mit, dass seien die deutschen Interessen irgendwie gut und wären die irgendwie letztlich das, was Europa ausmacht und dem Europa folgen sollte. Vielleicht ist da doch viel Nuancen auch notwendig, um zum Beispiel auch zu verstehen, Sie hatten ja den amerikanischen Slogan vom alten und vom neuen Europa hier auch genannt. Das ist sicherlich ein Versuch der Amerikaner gewesen, Europa zu spalten. Da gibt es ein altes und ein neues, aber das ist nicht nur eine amerikanische Erfindung, sondern es gibt natürlich auch in den osteuropäischen Ländern andere nationale Interessen, die dazu geführt haben, dass Europa von innen heraus eben geschwächt worden ist und zu einer Spaltung in Europa tatsächlich de facto gekommen ist. Das sind nicht nur amerikanische Machenschaften, sondern das ist eine europäische Realität. Danke. Wie gehen wir damit um? Ja, danke schön. Also ich versuche jetzt diese Fragen sozusagen in einen Komplex zusammenzufassen. Es war sozusagen im Großen und Ganzen die Frage, wie soll ein souveränes Europa aussehen? Ne? Es gibt sozusagen die eine Sache, man kann das militärisch auch aufbauen oder man kann es auch so neutralisieren, schweizerisieren. Das ist ja auch schon eine Frage gewesen von vorhin. In Ihrem Buch ist dann ein Begriff, den ich auch schon mal verwendet habe und den ich sehr interessant finde, der Begriff der Subsidiarität, also zwischen Europäischer Union und nationalen Staaten. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen erläutern. Wir haben eben, wie gesagt, die Sorge, dass sozusagen dieses Europa zersplittert und dann die geopolitischen Akteure des 21. Jahrhunderts, die sehr mächtig, China, Indien, Russland, die USA, Türkei möglicherweise, dass die dann sozusagen an den Fragmenten Europas ziehen und dieses Europa sozusagen dann erneut in Abhängigkeit gerät, aber diesmal nicht als Ganzes, sondern in verschiedene Richtungen. Und damit dies nicht passiert, brauchen wir, glauben wir schon, dass wir so eine Art europäische Einheit brauchen. Die muss aber so ausgelegt sein, dass die verschiedenen Regionen ihre Identität darin bewahren, schützen und behalten können. Also das könnte nach dem Subsidiaritätsprinzip passieren. Das würde natürlich bedeuten, dass die Polen erzkatholisch sein können und dann eben auch
vielleicht Abtreibung verbieten und so. Und das könnte dann eben anderen Regionen nicht gefallen, aber das müsste man aushalten. Also man müsste aushalten, dass es dann wirklich auf dem Gebiet der Kultur, der innere Regelung der inneren Angelegenheiten sehr verschiedene Entwicklungsrichtungen in Europa gibt. Und gleichzeitig gäbe es eine Klammer, die dafür sorgt, dass dieses Europa aber sich nach außen auch schützen kann und seine Interessen, die es gemeinsam hat, es gibt auch, ich gehe gleich darauf ein, was Sie gesagt haben, dass die von dieser Europäischen Union dann geschützt werden könnten. Das wäre dann aber eine Europäische Union, die nicht die den politischen Forderungen, die aus den einzelnen Regionen und Ländern kommen, auch verpflichtet wäre, die nicht einfach sozusagen ablocken könnte und nicht mehr so wie jetzt in der Lage wäre, politische Prozesse einfach von oben nach unten durchzudiktieren, Gesetzesänderungen über Nacht durchzusetzen, von denen wir gar nichts mitkriegen und die uns plötzlich vor neue politischen Realitäten entstehen. Das müsste sozusagen aufhören. Natürlich, ich gebe Ihnen recht, dass es in Europa massive unterschiedliche politische Traditionen auch gibt und Identitäten, auch eingefrorene Konflikte, Ressentiments. Die deutschen Interessen, also ich kann als Deutscher kann ich es vielleicht versuchen, mal so zu formulieren, dass die kann man ja verschieden interpretieren. Es gibt sicherlich in Deutschland Leute, die sagen, ja, das deutsche Interesse ist, dass Deutschland ganz Europa dominiert. Aber wir haben ja in der Geschichte gesehen, dass wenn Deutschland zu stark ist, eine Gegenkoalition gegen Deutschland entsteht, die uns dann wieder zerstört. Wir sind mitten in Europa, wir haben Grenzen mit unzähligen Ländern. Wir haben vielleicht manchmal die ökonomische Stärke, diese Macht auszuüben, aber wir können sie geografisch eigentlich nicht ausüben, aufgrund der Geografie. Und wenn Europa zu schwach ist, wenn Deutschland zu schwach ist, wie im Dreißigjährigen Krieg, wird es von den Außenmächten sozusagen dominiert. Also die besten Zeiten hatte Deutschland eigentlich, wenn es in der Mitte war, wenn es nicht zu stark und nicht zu schwach war. Und so könnte man das Interesse der deutschen Politik definieren, und so hat es Willy Brandt definiert und ich glaube auch noch Helmut Kohl, dass Deutschland sozusagen seine volle Macht, die es vielleicht ökonomisch hat, nicht immer nutzt und versucht stattdessen in den Dienst der europäischen Einigung zu stellen. Und dafür brauchen wir einen ebenbürtigen Partner, und das war in der Vergangenheit Frankreich. Das könnte auch noch Italien dazukommen. Auf jeden Fall diese großen Staaten in Europa müssen sozusagen sich als erstes zusammenfinden und die Kleinen dann mitnehmen. Ich könnte mir ein Europa vorstellen, diese Konflikte, die es in Europa natürlich gibt, entlang an Religionsgrenzen oder sozusagen auch in Erinnerung an vergangenes Unrecht, das passiert ist, als die Euro-Krise sich in Griechenland zuspitzte, tauchten da ja da plötzlich Erinnerungen an den deutschen Faschismus auf und diese alten Wunden brachen plötzlich wieder auf. Aber wenn wir die Europäische Union so gestalten, dass sie wirklich den Wohlstand aus dem Zentrum an die Peripherie transferieren kann, dass sie die Gebiete, die unterentwickelt sind, aufbauen kann, dann könnten, glaube ich, diese Konflikte befriedet werden. Und gleichzeitig muss eben die kulturelle Verschiedenheit dieses europäischen Kontinents gewahrt bleiben mit allen Konsequenzen. Es gibt da nicht eine Kulturpolitik für diesen ganzen Kontinent. Die ist dann vielleicht ganz verschieden in bestimmten Regionen. Und das würde, aber gleichzeitig gibt es eben auch etwas europäisch Gemeinsames, was wir Europäer manchmal gar nicht sehen. Aber wenn jemand aus Asien nach Europa fliegt und der landet in Petersburg und ist ein paar Tage später irgendwie in Paris und dann in Lissabon, für den ist das ganz klar erkennbar als ein Kulturraum. Und ich glaube, dass es diesen einen Kulturraum gibt mit all seinen Verschiedenheiten. Zu der Idee, die Schweiz als Vorbild. Ich glaube, was Sie da beschrieben haben, ist vielleicht gar nicht ein unauflösbarer Widerspruch, denn gerade die Schweiz hat ein sehr starkes Militär, das allerdings ganz auf Verteidigung ausgerichtet ist. Und natürlich kommt der Schweiz dabei auch die Geografie zugute. Die Alpen sind quasi uneinnehmbar. So könnte sozusagen ich glaube schon, dass Europa auch ein Militär braucht, aber es müsste ein defensives Militär sein, das sozusagen darauf ausgerichtet ist, dass keiner auf die Idee kommt, hier irgendwie destabilisierend zu wirken, uns irgendwie anzugreifen. Und dann ist die Frage, wo könnte Europa überhaupt angegriffen werden? Wir sind ja auch von Meer umgeben, das sind sozusagen natürliche, sichere Landgrenzen.
Sozusagen die Balkanregion ist sozusagen eine Region, wo es sozusagen oft Interessensgegensätze sich überschneiden. Und wenn wir eine Friedensordnung mit Russland haben, wäre sozusagen die östliche Grenze, oder das wäre dann vielleicht gar keine Grenze mehr, das wäre ein fließender Übergang in den postsowjetischen Raum, der wahrscheinlich langfristig doch von Russland dominiert bleibt und mit guten Handelsbeziehungen nach dem Modell der deutsch-französischen Aussöhnung. Die Russen haben eine Sehnsucht nach Europa. Die Russen fühlen sich auch als Europäer. Und warum hat Gorbatschow 1989 einfach sozusagen seinen Einfluss auf Osteuropa zurückgezogen, sein Militär verkleinert? Das war nicht nur jetzt aus der schwierigen ökonomischen Lage der Sowjetunion damals geschuldet. Das geschah auch, weil man diesen eisernen Vorhang, diese Berliner Mauer, hat man als etwas Unnatürliches in Moskau empfunden. Man wollte zu Europa dazugehören. Man wollte mit den Kulturzentren in Paris und Berlin und Rom verbunden sein. Und hat eigentlich sozusagen auf den eigenen Macht- und Einflussbereich verzichtet, um wieder in den europäischen Club hineinzukommen. Und die Russen wollen das auch. Und ich glaube, seit dem 19. Jahrhundert streiten sich in Russland die Westler mit den Slavophilen. Und sicherlich dominiert mal die eine Seite, mal die andere Seite. Aber die Westler gibt es trotzdem immer. Es gibt immer diese Gruppe in der russischen Bevölkerung, die sich Europa verbunden fühlt. Und darauf könnte man, glaube ich, auch in Zukunft setzen, dass es die auch weiterhin geben wird. Und so denke ich, könnte man diese Konflikte auflösen. Ich muss zur Kenntnis nehmen, oder wir müssen zur Kenntnis nehmen als Bürgerinnen, die meisten von uns aus neutralen Österreich, dass es um eine Schweizerisierung geht. Das macht uns aber nichts. Also das wäre schon eine gute Vision. Ich habe auch nichts dagegen, bei fortgeschrittenem Urzeit jetzt vom Träumen zu reden. Das heißt, wir können von einer schöneren Welt, wir können und sollen von einer schöneren Welt, von einem schöneren Europa träumen. Ja, ich danke euch, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Geduld. Ich danke vor allem Hauke Ritz für die doch sehr kenntnisreichen Ausführungen, dieses Buch. Noch einmal den Titel des Buches, Ulrike Gero, Hauke Ritz, Endspiel Europa. Schönen Abend, schöne Träume.